Okay, wollen wir denn den Start probieren? Erstmal mit dem Einklatschen? Ja. Okay, dann klatschen wir uns jetzt ein auf der gedachten 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Working Draft Revision 400. Hans, Intro. Boah, ausgefadet. Wie cool ist das denn? Mach das Handy automatisch. Wahnsinn, herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 400. Folge des professionellsten Podcasts auf diesem Planeten. Heute sind vertreten alle, die jemals etwas in diesen Podcast hineingequatscht haben, beginnend mit dem Shep. Hallo. Dem Anselm. Hallo. Die Älteren erinnern sich noch, Markus Schlegel ist am Start. Hallo. Der Stefan. Hallo, servus. Der Khalil. Hallo. Einen Rodney haben wir auch am Start. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, den Peter. Hi. Ich bin auch so da. Hatte ich dich? Ach, stimmt. Oh Gott, ich habe nicht ganz. Das Problem ist, auf diesem Bildschirm passen die ganzen Bilder nicht drauf. Deswegen habe ich einfach dich nicht gesehen. Den Hans, den nicht Hans, ganz hallo. Unwichtigen Hans. Ich habe immerhin das Intro einspielen dürfen. Richtig, genau. Meine Güte, ich habe schon Gedächtnisprobleme, bevor ich angefangen habe zu trinken. Dann Prost. Prost. Sag mal, Hans, Prost. Du hattest einen Plan für diese Sendung. Ach ja, Nummer 400, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Ich bin ja jetzt noch nicht am längsten dabei, aber Peter und Markus, ihr habt ja irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal angefangen. Und der ein oder andere Hörer, der kennt wahrscheinlich so gar nicht mehr, warum gibt es diesen Podcast, was machen wir hier eigentlich, wie war das früher eigentlich mal? Und ich dachte, vielleicht können wir ja mal anfangen, da einfach so ein bisschen drüber zu erzählen. Warum habt ihr das gemacht, Peter, Markus? Weiß ich gar nicht. War eigentlich, wessen Idee war das jetzt eigentlich? Genau, meine nämlich nicht. Ich glaube, das war Markus' Idee. Weil Markus sehr umtriebig war mit Podcasten, oder? Ja, also Podcasts war so mein Ding. Ich weiß gar nicht, wann war das denn vom Jahr her? Also 2010. 2010, okay. Ja, da war so Podcast ja noch nicht so populär, wie es jetzt ist. Also jetzt hört ja jeder Podcast irgendwie. Damals war das noch so ein Ding, was irgendwie Tim Pritlove in Deutschland gemacht hat und dann vielleicht noch ein paar andere. Und ich glaube, ich habe mir einfach gar nichts gedacht. Ich war halt sehr jung und dachte, dann machen wir mal was. Und du hast aber ja auch schon einen Podcast damals gehabt, diesen Poly-Logo-Podcast. Ja, das waren irgendwie 2 Folgen, glaube ich. Das ja, immerhin. Chef, warst du eigentlich direkt schon von Anfang an dabei? Das habe ich mich eben noch gefragt. Also ich war von Anfang an eingeplant, aber bei der ersten Folge war ich nicht da. Also da konnte ich nicht oder so, denke ich mal, wahrscheinlich. Oder hatte keinen Bock. Ist ja bei mir oft so eine Lustsache. Genau. Damals noch gewesen, heute ist es Zwang. Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das Team entstanden ist. Ich weiß nur noch, dass Chef dazu kam, weil Peter gemeint hat, dass hol dir den, Chef. Also ich kannte dich ehrlich gesagt da gar nicht. Ja. Er hat einfach gemeint, das wäre ein gutes Team. Und dann, also wirklich bei der ersten Folge hat es noch nicht geklappt, aber dann glaube ich, seit Folge 2 bist du dabei. Ne? Genau. Ja, ich glaube, der Peter, also eigentlich ist ja, der hatte der Podcast, da gibt es auch noch ein altes Blogpost beim Peter, hat Peters Linklisten abgelöst, die dann Peter immer mittwochs, glaube ich, gepostet hatte. Und ich weiß noch, also das war immer so Linkliste und dann so irgendwie in Römisch eine Ausgabennummer. Und Peter hat immer tolle Sachen so verlinkt. Und irgendwann fiel es Peter aber schwerer, neue Links aufzutreiben. Und dann weiß ich immer noch, dass er so Dienstagabend auf Twitter so um Hilfe gerufen hat, dass er auf jeden Fall noch dringend Links bräuchte, weil er hätte noch keine für den nächsten Tag oder nur einen. Und dann habe ich ihm immer so ein paar Links rübergeschmissen. Stimmt. Ich erinnere mich jetzt ganz düster, dass du eine wichtige Linkquelle warst. Siehst du, ich habe schon völlig vergessen, dass es diese Linksammlung früher gab. Genau. Ich glaube, darüber hatte sich das so ergeben. Ja, jetzt ist das natürlich alles. Ich versuche gerade irgendwie meinen Blogpost wiederzufinden.
Genau, das war Tschüss Links, Hallo Working Draft oder sowas hieß das. Okay. Genau, das kann man ja mal verlinken dann. Ja, aber wenn ich es wieder finde. Was mich mal interessieren würde, auch so thematisch, was habt ihr damals schon euch irgendwie so gedacht, so, ja, ey, wir werden das und das und das machen? Oder habt ihr einfach gesagt, ach komm, wir machen irgendwas mit Web Development und wird schon irgendwie schief gehen und dann gucken wir mal. Ja, eher das, ja. Das ist ja auch okay. Also ich meine, das war ja damals auch die Zeit, ja, Markus? Nee, das mit der Linkliste war ja schon mal ein guter Anhaltspunkt, was man so an Themen sowieso verarbeiten kann. Ja, und es war ja damals auch wirklich diese Zeit, als es ja wirklich buchstäblich alle 5 Minuten ein neues JavaScript-Framework gab, dass man da irgendwie so die großen 3 oder so von heute hat. Das war ja damals nicht ganz so. Ich sehe gerade die erste Folge vom 2. November 2010, hat tatsächlich 3 Kommentare. Thema war Sencha Animator, Webfernsehen und Firesheep. Ja. Was war Firesheep nochmal? Firesheep, doch, Firesheep war eine Erweiterung für den Browser, genau, wo du quasi wenn du in öffentlichen Wi-Fis warst, konntest du die Facebook-Credentials von Leuten abgreifen, weil damals war das halt alles noch nicht verschlüsselt. Und genau, dann hat er dir da drin angezeigt, wer sich alles bei Facebook eingeloggt hat, auf dem Flughafen zum Beispiel. Geil. Genau, und danach haben die dann relativ schnell auch HTTPS eingeführt. Aber ich glaube, wir haben auch so, wir haben ja nicht nur Webentwicklung gemacht, wir haben auch so ein bisschen über so, sagen wir mal, so Sachen, die so ein bisschen weniger technisch sind oder vielleicht eher so ein bisschen coole Apps, die nützlich sind. Ich glaube, so ein bisschen sowas hatten wir auch drin. Oder so Apple-Themen anfangs. Genau, der Markus war auch so stark appleifiziert und war da auch ein Stück weit Fanboy und genau, ich war ja so Windows-Fraktion und Peter hat dann die Linux-Fraktion vertreten. Ich glaube, da gab es auch irgendwann mal ein schönes Blogpost von Markus, das suche ich auch nochmal raus. Das hat so ein paar Facts zusammengetragen damals, die ganz witzig waren. Ja, cool. Ja, ich gucke mir hier gerade die ersten Folgen an und was es da so für geile Themen gab auch, ne, viel so jQuery-Sachen. Voll witzig. Damals war das halt alles auch noch ein bisschen anders mit dem Web-Development, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe in der Zeit, glaube ich, gerade so angefangen, das so, oder ja, ein paar Jahre, ein bisschen vorher vielleicht das professionell zu machen, habe dann aber 2010 auch in der ersten Company angefangen, so richtig zu arbeiten und die Dinge zu lernen. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man in einer Agentur arbeitet? Und da, also irgendwie arbeiten damals war doch noch eine ganz andere Welt als heute mit den ganzen irgendwelchen Tutorials und du hast eigentlich für alles deine Resources und es gibt Videos und so weiter und du kannst alles so einfach lernen irgendwie. Das war ja damals, wir hatten ja nicht. Ja, es war ja tatsächlich mehr so auch ein so ein forscherisches. Also ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwie, dass man da ja noch so an der Ecke des Möglichen mit dem Internet Explorer irgendwie gekratzt hat und der Shepard irgendwelche absurden Möglichkeiten gefunden, irgendwelchen, weiß ich nicht, Browsern Sachen einzuprügeln, die sie nicht konnten, runde Ecken mit irgendwelchen Filtern im Internet Explorer oder sowas. Mhm. Genau, da durfte ich auch einen Blogpost bei dir dann veröffentlichen. Ja, genau, und diesen Post. Und diesen Performance Booster, was war das nochmal, so ein PHP-Teil, ne? Genau, das war so eine PHP-Library, die so, ja, die hat halt alles zu Data-URIs zusammengefasst und alle Requests zu einem zusammengefasst. Und wir haben ja auch an so einem Präprozessor für CSS gearbeitet, PHP-basiert. Turbine. Ja, genau. Genau, das war auch cool. Aber generell war es so jQuery-Zeit und da waren eben so, ich glaube, da war CSS 3, das war halt schon so, oh, cool, Animationen und alles mit WebKit-Prefix natürlich. Und heutzutage ist das halt so, ist das, jeder benutzt das und ist irgendwie nichts Besonderes, aber damals hat uns das schon ordentlich gekickt, so alles. Ja. Genau, und reaktive Frameworks gab es halt nicht. Also man hat halt auf jeden Fall noch schön unstrukturiert Spaghetti zusammen kodiert. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zur
zur Entstehung vom Working Draft nochmal. Also jetzt, okay, klar, ihr habt euch dann einfach ein bisschen zusammengesetzt, über diese Themen, die wir besprochen haben, geredet. Und irgendwann, also kamen ja auch andere Leute dazu. Ich weiß gar nicht, war ich dann eigentlich der Vierte mit im Bunde? Ich glaube ja, ne? Ich glaube schon, oder? Ich meine auch. Ja. Genau, du bist ja zur 83 dazugekommen. Ich glaube, der so du spät. Kamst dazu. Nee, war es nicht früher? Oder vielleicht war es auch früher. Dann, glaube ich, kam Rodney. Dann kann das sein, dass es dann Anselm war. Und dann, nee, es war, glaube ich, erst Khalil, dann Anselm, dann Stefan. Kann das sein? Irgendwie so? Hans war das erste Mal in Working Draft 44 zugegen. Rodney in 40, Khalil 37, Anselm 6. Genau, aber so als feste Host. Also ich weiß noch, dass ich den Rodney relativ lange triezen musste. Rodney habe ich auch vergessen zu erwähnen. Den musste ich relativ lange, habe ich den bearbeitet, ob er nicht Host werden will. Und Rodney hat sich immer geziert und so. Und habe ich ihm Blumen geschickt und ihn eingeladen ins Theater und trotzdem wollte er nicht. Richtig. So also laut Herzen und sowas. Ne? Ja, genau. Laut den Metadaten, die ich damals noch gepflegt habe, bin ich dazu gekommen am 16. September 2011. Wow. Okay. Der Hans ist dazu gekommen, Moment, der Droblik, am 25. August 2011. Also nur ganz Khalil, knapp. Der Khalil, der war nämlich auch am 25. August das erste Mal dabei. Khalil und Hans sind gleichzeitig dazugekommen und einen Monat später kam dann ich. Der Anselm ist am 1.6.2012 dazugekommen. Dann war jeder letzte, ja. Ja, du und bist dann haben wir auf der jQuery-Conf kennengelernt, 2013. Ganz genau, 2013. Und dann auf der Beyond Tellerrand. Da hast du mich dann rekrutiert und das kenne ich, also die Szene habe ich immer nur im Kopf. Das war im Engel, zu später Stunde. Schon einige Bier-Intus bei dem Billardtisch. Ne? Mhm. Und da hast du mich gefragt, ich habe irgendeine Gastepisode einmal gemacht, weil, keine Ahnung, anscheinend habe ich irgendwas Interessantes zum Erzählen gehabt. Deswegen war ich irgendwann einmal Gast, habe ich dann auch gleich gemerkt, wie wenig ich mich eigentlich auskenne, weil Thema war, glaube ich, CSS-Methodologien und IDs versus Klassen und solche Sachen. Und der Peter hat die Diskussion eröffnet in einer relativ großen Diskussionsrunde und hat gesagt, er meinte das ernst. Und damit haben wir alle einfach kein Feuer mehr gehabt zum Diskutieren und das war eine ziemlich anstrengende Episode. Dann getroffen auf der Bier- und Tellerrand. wie gesagt, im Engel, einige Bier-Intus beim Billardtisch, hast du mich gefragt, hey, möchtest du nicht Stammmitglied werden, öfter dabei, so habe ich gesagt, ja, cool, passt, Podcast, kann ich, mache ich sofort mit und Shep schreit rüber zum Rodney, hey, Stefan ist jetzt im Stammteam und der Rodney sagt nur, bist du dir sicher? Und ich weiß, so wie es heute nicht, so ist, der ist immer so herzlich. Also ich weiß bis heute nicht, ob der Dick meint, Shep, ob du dir sicher bist, dass ich im Stammteam sein sollte oder ob er mich gemeint hat, ob ich nicht sicher bin, ob ich im Stammteam sein sollte. Aber das war meine Rekrutierung, ja. Und dann habe ich später schon dabei. Wahrscheinlich beides, ja. Ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, aber cool, dass du dich dran erinnerst. Ja, nein, das war eine herrliche Sache. Und ja, nächste Woche drauf, ne, schon dabei gewesen und ich kann mich wieder erinnern, wieder irgendein Thema und der Peter sagt dann Satz und ich denke mir, shit, ich habe schon wieder kein Argument. Also, das waren irgendwie die letzten 6 Jahre dann. Da hat sich natürlich viel geändert. Ja. Ja, und der Khalil, da weiß ich noch, der hatte mal geblockt irgendwann und meinte so, ich habe hier so ein paar englischsprachige Podcasts, die ich super finde und es gibt irgendwie nur einen deutschen, den finde ich ganz, ganz cool so. Und irgendwie, das waren dann wir und das war auf jeden Fall schon mal so vielen Dank, das war cool. Wie es dann dazu kam, dass du dann auch fester Host wirst, weiß ich nicht, aber ich denke mal, da so im Anschluss haben wir dich irgendwie eingeladen, irgendwie, aber du weißt es wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, du hast mich halt einfach gefragt, ob ich Bock habe, mitzumachen irgendwie. Mhm. Ich glaube, das war's schon. Irgendwie über Twitter halt so. Ich kann mich das auch nicht. Das geht immer schnell, ne? Das war einfach so, hey, hast du nicht Bock? Ja, und es war cool, war natürlich eine Ehre, eingeladen zu werden und dann habe ich mal eine Weile mitgemacht. Ja.
Ja, cool. Und jetzt hast du ja auch einen eigenen Podcast, oder du hast auch mal zwei zwischenzeitlich, ne? Und das ist aber englischsprachig. Genau, ich hatte dann irgendwie so einen Interview-Podcast eine Weile gemacht, Descriptive. Und ich glaube, da waren auch echt ein paar geile Interviews dabei. Aber dann habe ich gemerkt, Interviewen ist, finde ich, gar nicht so geil. Also es ist gar nicht so. Da muss man sich kann ich auch gar nicht so vorbereiten, gut, oder? Will ich auch gar nicht machen. Das ist viel, ja. Also da musst du echt, das ist echt Arbeit. Also wenn du es gut machen willst, und ich glaube nicht, dass ich es besonders gut gemacht habe, aber wenn du es gut machen willst, dann musst du halt wirklich Arbeit reinstecken einfach. Musst halt vorher recherchieren und musst dir auch wirklich was überlegen. Und dann hatte ich noch einen anderen Podcast, wo wir einfach so zu dritt kumpelmäßig einfach so über Zeug gesprochen haben, was wir in der letzten Woche oder so cool fanden oder interessant fanden und so, mit der Raquel, von die damals bei NPM war und jetzt bei Slack ist, und mit einem Kumpel von mir, der Henning. Und aber der Podcast ist mittlerweile eingestampft, weil die Raquel bei Slack zu viel zu tun hatte. Und der Henning ist dann auch zum Engineering Manager geworden irgendwie bei dem Startup, wo er war. Und dann ist die Arbeit explodiert und dann gab es keine Zeit mehr. Jetzt bin ich sogar sozusagen podcastlos. Ach nö. Das geht eigentlich nicht. Doof. Mhm. Ja. Ja, ihr Working Draft hast du damals sein lassen, ne? Weil auch zu viel zu tun damals. Ja, also ich wollte halt so vom Podcast-Style was anderes probieren. Habe die anderen Sachen gemacht. Und Working Draft war dann halt, also zwei Podcasts, oder zu einem bestimmten Zeitpunkt waren es. Obwohl, nee, das war immer nur einer. Also zwei Podcasts nebenher hat für mich nicht funktioniert. Ja. Ja, genau. Es ist ja auch ein sehr zeitaufwendiges Thema. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Was wir so hier immer so an Arbeit einfließen lassen. Gibt auch ein paar Hörerfragen. Gibt es denn noch irgendwelche Anekdoten, die wir erzählen können, so aus der Zeit? Von damals? Ja, wir können ja noch mal kurz die Story von Anselm erzählen, weil Anselm fleißiger Hörer und hat auch immer gut kommentiert bei uns, weiß ich noch. Und was wir gemacht haben auch, ich weiß noch, also zu einer Anfangszeit war es so, wir haben halt auch aufgrund unserer Audioqualität oder auch inhaltlich haben wir immer wieder so Kommentare bekommen, so, ja, nee, das war jetzt irgendwie blöd und Audioqualität war auch nicht so cool und so. Und wir haben halt so gut, meistens war es auch zutreffend, aber was wir dann meistens gesagt haben ist, ja, du hast recht, aber was hältst du davon, wenn du einfach mal auch in unsere Sendung kommst und was erzählst, so. Und die Leute sind dann auch tatsächlich gekommen, das war auch cool. Ich weiß nicht, und so ein bisschen so in die Richtung ging es auch mit dem Anselm, dass wir halt gesagt haben, so, ach, der ist irgendwie immer aktiv bei uns und irgendwie immer mit dabei. Du hast auch immer, glaube ich, einfach Fakten ergänzt. Also wir haben über irgendwas gesprochen und hast du gesagt, so, ja, coole Sendung, aber hier das und das und das könnte man vielleicht noch dazu ergänzen. Und dann dachten wir so, ich glaube, den müssen wir doch auch mal einladen, und haben es gemacht. Und dann warst du auch relativ oft Gast, so wie wir manche Personen hatten, die häufig Gast waren, die wir vermutlich auch mal gefragt haben, die aber dann irgendwie gesagt haben, so, nee, ich glaube, so die immer kann ich jetzt auch nicht dabei sein, aber du hast halt gesagt, so, ja, nee, mach ich, bin dabei. Genau. Also die erste Folge war ja, weil ich irgendwie damals eine DVD aufgenommen hatte für Video to Brain. Damals war noch top aktuell Dreamweaver. Mega. Sehr schön, ich glaube, darüber haben wir uns sogar auch unterhalten dann irgendwie. Ja. Es steht hier noch HTML5 Boilerplate 2.0, Scriptloader und keine Scriptloader und Adobe Muse. Also war eine ziemlich coole Sendung, glaube ich, damals. Ja. Division 36 ist das. Das war der erste Gastauftritt. Ich glaube, dann habe ich irgendwie eineinhalb Jahre Pause gemacht und dann war ich wirklich relativ oft als Gast dabei, bis ich dann irgendwann para 100 gefragt wurde, ob ich irgendwie mit dabei sein will, komplett. Genau, wir haben das einfach offiziell gemacht. Wahrscheinlich warst du einfach zu häufig dann als Gast dabei. Irgendwie so war es. Du bist immer dabei, willst du nicht im Team mit dabei sein. Ja. Ja, und das ist ja auch also hilfreich, ne? Weil wir haben ja eine hohe Taktung. Also einmal die Woche ist ja schon, also einmal die Woche nehmen wir auf. Also wir releasen nicht einmal die Woche. Warum das ist, das werden wir vielleicht gleich auch nochmal erwähnen.
Genau, aber grundsätzlich ist es ja so, es hat sich irgendwie ergeben, dass wir sagen, immer Montagabends, also jetzt ist ja auch zum Beispiel Montagabend, 20 Uhr, nehmen wir auf. Und wenn man eben nur drei Leute ist, wie wir das anfangs waren, und als der Markus dann eben wieder, als der Markus dann ausgestiegen ist, waren wir dann zwei zwischenzeitlich sogar nur vielleicht. Also war da der, ich glaube, der Hans war dann nicht dabei. Dann, stopp. Ja? Markus ist zwei Monate nachdem Hans, ja? Khalil und ich dazugekommen sind, ausgestiegen. Das heißt, wir haben den Markus rausgeekelt. Jetzt kommt alles raus. Es tut mir leid. An dieser Stelle, es tut mir leid. Ja. Nee, Markus, glaube ich, du hast einfach gesagt, du hast uns quasi eröffnet, so, Leute, ich muss euch mal was sagen, so, ich müsste jetzt mal studieren gehen, weil ich bin nämlich, habe gerade mein Abi gemacht und tut mir leid, aber ich muss jetzt mal studieren und kann jetzt diesen Mumpitz nicht mehr mitmachen. Ja, da war mal kurz, kurz Land runter und da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht. Ja. Aber das hat sich dann eigentlich auch wieder gelöst mit der Zeit, aber ich habe dann kein Web eigentlich mehr gemacht. Also bin dann ein bisschen so hobbymäßig in die iOS-Entwicklung gegangen und dann irgendwann komplett abgedriftet. Jetzt bin ich vor kurzem erst wieder eigentlich dazugekommen und habe dann auch jetzt wieder vor zwei Jahren oder sowas wieder angefangen, Working Draft zu hören und bin ganz erstaunt gewesen, auf einmal ist es ja richtig gut. Ja? Also als ich noch dabei war, da war das ja... ja, danke. Da war das ja noch so, ja, so Ding halt, was man halt mal so gemacht hat, aber jetzt habt ihr da einen richtigen Plan immer und es strukturiert und es ist interessant. Es ist gut, wenn das von außen so wirkt, dass wir Plan haben und strukturiert sind. Dann haben wir wir haben ja also was, es ist halt nur sehr viel barebonesiger, als man das vielleicht von außen meinen würde. Na, es ist auch erst so gut geworden, nachdem ich weg war, ne? Ach, du meinst, es lag an dir? Melodie und allem Möglichen. Ja, aber die kam ja relativ spät. Also so 367, glaube ich. Und das war die erste Revision mit dem Intro. Das ist eigentlich schon wir hatten ja früher mal ein Intro. Wir hatten doch irgendwie so einen Metal-Geschrammel mal zwischenzeitlich für ein paar Folgen. Ja, der Markus hat jede Folge ein anderes Intro rangetackert. Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, und auch immer so Outtakes noch reingeballert. So irgendwelche kompromittierenden. Aber das war schön. Das mache ich ja tatsächlich auch manchmal noch. Also wenn irgendwas Cooles ist, so wenn der Peter irgendwie sich völlig verlabert am Anfang und das irgendwie aber einen gewissen Unterhaltungswert hat, dann denke ich mir so, ach, das ist so schön, ich lasse es drin. Genau. Ja, genauso hinterher. Also wenn wir dann abmoderieren und so quasi eigentlich so die Aufnahme beendet wäre, dann und dann noch irgendwie jemand sagt so, Mensch, das war aber eine richtig geile Folge oder so, dann bleibt halt sowas auch drin. Nachdem wir uns dann selbst gelobt haben, kommen ja meistens dann die Gegenreden. Das müssten wir eigentlich drin lassen. Ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall krass, wie wir es jetzt auch schon über so viele Jahre irgendwie geschafft haben, uns so hemdsärmlich zu bewegen. Also du hast es eben gesagt, so wir haben diese Titelmelodie jetzt vor kurzem erst an den Start bekommen. Seit kurzem haben wir es dann auch mal endlich geschafft, irgendwie ein paar Sponsoring-Aktivitäten an den Start zu bringen. Das gab es ja vorher alles auch schon, nur vorher haben wir ja Sponsoring im Prinzip als abzuwehrendes Ereignis im Prinzip benutzt. Weißt du, keiner war zuständig. Ja. Wenn mal sowas an uns herangetragen wurde, ist das ja nur bis in die Sendung gekommen, wenn wir nicht genug dagegen getan haben. Das muss man sagen, ja. Das stimmt. Aber wir haben versucht, uns ein bisschen zu professionalisieren, so ist das. Wort. Genau, ich finde das ganz cool. Eine Sache, da haben wir es noch nicht geschafft und das finde ich aber auch irgendwie cool, die Website. Ich sehe die Website immer so mit ganz viel Liebe, weil es halt so dieses Pendant zur What Working Group Spezifikation ist und deswegen fällt, glaube ich, die Trennung auch so schwer, weil es gäbe ja ein Template irgendwo in GitHub und einen eigens geschriebenen Player. Genau, der Hans hat da schon ganz viel Arbeit reingesteckt. Ja. So rein zum Kontext, wann ist das gestartet worden, der Rewrite? Anselm, da warst du auf jeden Fall noch dabei. Also. Da war ich noch nicht dabei. Ach, da warst du noch nicht dabei, ja. Ungefähr, ja. Nee, also ich muss ja wirklich sagen, dass das ganze Ursprungsdesign ist ja wirklich, also das ging ja auch relativ flott von der
von dem Beschluss, wir machen jetzt einen Podcast, bis hin zum wir brauchen diese ganzen Sachen. Und weil ich halt damals zu der Zeit halt immer bis zum Kopf in diesen Spezifikationen steckte, habe ich halt eben gedacht, wir machen einen Podcast über Webtechnologie, aber wir machen den jetzt in Pink. Ja. Und das ist halt eben wirklich so, irgendwas, okay, wir nehmen das, was schon da ist, machen das halt in irgendeine bizarre Farbe und dann, ja, ist das jetzt fast 10 Jahre her und immer noch da. Genau, und in deiner Lieblingsschriftart, die du damals benutzt hast, die, also zumindest das Logo, glaube ich. Naja, so eine Ubuntu-Schrift. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also das, boah, jetzt ist natürlich das Problem, das Logo auf der Webseite ist halt eben auch das alte Logo, das noch nicht überarbeitete. Ja, genau, das meine ich ja auch. Ich glaube, das ist handgemalt, glaube ich, ganz ehrlich. Weil guck mal, das ist 100% symmetrisch, da ist null typografisches Gefühl drin. Das ist wirklich so Grid-SVG. Ich glaube nicht, dass das eine Schrift ist. Nee, okay. Nee. Gut. Genau, nee, aber so war das. Und wir heißen ja auch Working Draft, dann ist das ja, also so, da passt das ja zusammen. Ne? Aber tatsächlich sind die Spec-Seiten jetzt nicht unbedingt die übersichtlichsten. Und das gilt auch für unsere Seite. Also ich glaube, wenn man auf unsere Seite geht und da versucht irgendwie den, wo ist denn jetzt hier der, wo kann ich diese Folge abspielen? Keine Ahnung, finde ich nicht. Ja, aber das wird ja alles besser. Ja, was meinst du? Was meinst du, Khalil? Ich meine, ja, ich fand die immer extrem verwirrend, die Seite. Mega. Die ist eigentlich totale Scheiße. Neueste Revision irgendwie so und dann alles sieht genau und dann vorherige Revision und dann alles ist irgendwie die gleichen Überschriften für alles, alles hat die gleiche Wichtigkeit und so. Dabei will man doch eigentlich nur die neueste Revision irgendwie. Und ja. Ja, da ist man froh, wenn man den Podcast-Feed gefunden hat für seinen. Genau. So ein Podcatcher, ne? Ich glaube, deswegen kommen wir damit durch, weil das halt eben über ein Feed konsumiert wird und die Webseite eigentlich niemand jemals besuchen muss. Ja, stimmt. Ja, und wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man auch wieder die neueste Revision. Ja, ja, ich glaube, dass wahrscheinlich auch viele Leute vom Kommentieren abhält, weil die einfach so, die gehen da drauf und fühlen sich sofort ultimativ beleidigt von dieser Seite und denken sich so, ich wollte eigentlich was schreiben, aber so nicht, Leute. Also, nee, aber auf Podcasts kommentiert doch niemand. Also ich meine, dass ihr überhaupt Kommentare kriegt manchmal, ist es eigentlich ein Wunder. Ja, nee, wir kriegen schon welche. Also, ja, ich weiß. Cool. Aber das ist nicht normal. Ja. Naja, andere schon. Also irgendwie so diese ganzen größeren Politik- und News-Podcasts, die haben da ja teilweise Hunderte. Ja, aber gerade das ist so, was die Politik und der Textwelt im Internet, wenn du die Sachen kombinierst. Hallo, hier, Angular versus React, also da kannst du ja auch mal rund gehen. Ja, das stimmt. Oder diese andere Sendung mit Schildkopf, sorry. Nee, mach nur, ich hab nur Scheiße gelabert. Aber genau das, es gibt ja auch Sendungen, die sind halt echt so, da kommen dann Leute und schreiben auch mal einen ganzen Blogpost unter unsere Revision, das finde ich schon super interessant. Teilweise. Und man lernt auch immer was, ne? Also ich weiß, wir haben vor vielen Jahren mal so eine Node.js-Folge gemacht, so, oder vielleicht ist es 2 Jahre her, keine Ahnung. Viele Jahre. Dann haben wir halt so unsere Tools, die wir verwenden und Bibliotheken und so, und dann kam halt jemand, der das halt schon Jahre macht und schreibt da unten drunter, ja, und dann verwendet man das, und dann hast du halt so 20 neue Tools gelernt und das ist halt schon super cool. Und darüber bekommen wir ja auch häufiger dann mal irgendwie Empfehlungen für irgendwie Gäste oder so. Weil das muss man ja schon sagen, so thematisch hat sich das ja über die Jahre so ein bisschen gewandelt. Ne? Am Anfang war es halt wirklich das, was auf der Website steht, der wöchentliche Web-News-Podcast. Ne? Und es wurde über alles geredet. Am Anfang, als ich dabei war, hatten wir 3, 4, 5 Themen pro Sendung und haben die so durchgelabert, ne? Genau, wir waren ja am Anfang auch ein wöchentlicher Podcast, News-Podcast für Webentwickler und Designer. Aber ich glaube, das Designer, das habe ich dann auch irgendwann aus den Metadaten des Feeds und der MP3s rausgenommen, weil eigentlich, also dieses Versprechen, das konnten wir eigentlich nicht so halten. Nee. Ja, also der Markus, der war da schon, ich glaube, so der am Anfang, so in der Zeit, der Markus war so diese Komponente, der das irgendwie noch so reingebracht hat, aber als der da weg war, sind halt so ein bisschen mehr ins Technische abgedriftet. Ja, der Anselm hat ja auch ab und an, du hast ja ab und an mal so ein designigeres Thema mit reingebracht, oder?
Ab und zu und wenn ich musste oder gefragt wurde. Ja, wenn ein Designthema in der Vorbesprechung aufkam, ja. Früher gab es nämlich noch richtige Vorbesprechungen, Stunde oder so. Gibt sie nicht mehr? Ja, sie sind kürzer geworden. Ne? Ja, sie bestehen meistens aus, worüber reden wir denn heute? Ja, keine Ahnung, hast du was? Ja, wir nehmen das hier, okay, Aufnahme, eben nochmal alle aufs Klo und dann... Ja, also früher waren wir auch besser vorbereitet. Also wir haben ja so in den guten Zeiten, da haben wir ja wirklich ein Trello-Board gehabt. Dann haben wir in der Woche alle in das Trello-Board unsere Funde geworfen, die wir so auf Twitter aufgegabelt haben oder so. Und dann, deswegen brauchten wir auch eine Vorbesprechung, weil wir hatten wirklich sehr, sehr viele Sachen da drin. Und dann haben wir wirklich gesagt so, okay, nee, das ist nix, das ist nix. Peter war auch relativ streng bei diesen Dingen immer. Mhm. Das weiß ich noch und genau, deswegen brauchten wir eine Stunde und dann wussten wir so, okay, am Ende kristallisiert sich Folgendes heraus, darüber sprechen wir. Und mittlerweile machen wir das halt nicht. Ich würde aber nicht unbedingt das sozusagen rubrizieren unter wir waren besser vorbereitet, sondern das ist mehr so ein... Wir waren anders vorbereitet. Die Welt war halt eben auch eine andere. Also damals kam ja auch wirklich irgendwie ständig etwas, was potenziell substanziell war, was Neues war, ne? Und wenn du heutzutage mal so in diese üblichen so Newsletter und sowas reinguckst, dann hast du halt mehr so hier mal ein Opinion-Piece und da mal irgendwie sowas arg Spezifisches, wie jetzt eine bessere React-Komponente für so und so. Da kann man den Anselm mal fragen. Der macht ja so einen Newsletter. Also, oder täuscht mich das? Genau das ist die fundamentalen Sachen da jetzt nicht so, ich habe jetzt hier ein neues Framework gebaut und man muss dem Ding die Chance einräumen, dass es jetzt irgendwie das neue jQuery oder sowas wird. Das gibt's ja sehr viel seltener. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt letzte Woche die 270. Folge WDRL geschrieben. Es ist schon lange her, dass ich wirklich ein Überangebot an Artikeln hatte, wo wirklich auch eine breite Varianz thematisch drin war. Mittlerweile ist es sehr, sehr spezifisch geworden. Es sind halt ganz viele Sachen zu React. Web-Performance ist auch irgendwie halt sehr detailliert geworden. Zu JavaScript gibt es momentan irgendwie recht wenig, muss ich sagen. Das war halt vor ein, zwei Jahren, wo es da richtig die ganze Blockwelle abgefeuert wurde. Irgendwie gibt es nicht so viel. CSS Grid war das letzte große CSS-Thema. Seitdem geht es halt maßgeblich um, ist jetzt CSS in JavaScript cool oder nicht cool? Und das langweilt mich halt auch ein bisschen. Also, ich stimme dir da total zu, Peter. Hat sich voll verändert. Man merkt das auch bei deinem Newsletter, ist das so diese, du hast ja diese Going Beyond Rubrik und die wächst halt, während die anderen halt schrumpfen. Das ist ja, ja so dein, genau. So quasi, was bewegt uns Entwickler halt noch so, so sagen wir mal, ethische Fragestellungen oder ja, letztlich ist es das wahrscheinlich. Oder wie wollen wir arbeiten, solche Fragestellungen. Da hast du eigentlich immer was, aber bei dem anderen wird es halt so über die Jahre dünner und dünner. Ne? Einfach, aber nicht wegen dir, sondern einfach weil... Also vielleicht auch wegen mir, ne? Okay, dann wegen meine dir. Interessen verändern sich natürlich auch ein bisschen. Also ja. ich kann dir nicht sicher sagen, dass es nicht an mir liegt. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich den ganzen Kanälen, so, denen ich folge, wo ich die Informationen herkriege, da kommt einfach immer weniger. Oder weniger Interessantes und immer mehr kleine Details oder das Sachen, die schon irgendwie... seit 5 oder 10 Jahren irgendwie auch schon bekannt sind, dann wieder aufgewärmt. Ja, das gleiche in grün, ne? Ja, genau. Ich habe da mal eine gewagte These. Oha. Ist es möglich, dass wir vor 5, 6, 7 Jahren, wann auch immer wir mit dem Podcasten hier angefangen haben, auch schon nur 15 Jahre alte Grütze, die wieder aufgewärmt wurde, besprochen haben. Niemals. Mit dem Unterschied, dass sie für uns neu war. Wahrscheinlich. Also das ist ja auf jeden Fall das, was so in dem Frontend-Bereich, denke ich mal, häufiger passiert. Ich war mal irgendwann auf so einer Konferenz, wo ich einen Vortrag gehalten habe, so um 2013, wo ich etwas von Komponentisierung gesprochen habe und hier euer JavaScript nicht alles in ein großes File und diese Standarddinger, so, wo heute jeder über Modularisierung redet oder generell auch, wie kann ich thematisch Dinge clustern als Komponenten. Und das war, ich weiß gar nicht, der Fokus der Konferenz war irgendwie Ruby oder sowas. Und dann habe ich das da erzählt und danach kamen dann so 2, 3 Leute und sagten,
Ja, klar, aber das machen wir doch alle schon jahrelang so. Und wieso erzählst du uns das jetzt? Und ich war mir nicht bewusst, was genau so die Leute sind, die da vor mir sitzen. Für die war das so total normal und für uns im Frontend war das so Hot Shit. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ordentlich strukturierten Code schreiben, so ungefähr. Und ich finde, das ist auch heutzutage so mit JavaScript-Frameworks oder der Art und Weise, wie wir vielleicht JavaScript heutzutage entwickeln oder so, architektonische Patterns irgendwie, die wir jetzt als JavaScript-Entwickler in den letzten Jahren sozusagen verinnerlicht haben und die aber echte Developer, die schon immer den heißen Scheiß gemacht haben, für die ist es so normal, ja, so Standardding. Hä, willst du mich verarschen? Ja, es sind halt auch so Fundstücke in anderen Programmiersprachen, ne, so dieses Reaktive irgendwie vielleicht aus, hat man ja auch letztens noch in der 396 drüber gesprochen. Genau. Khalil, wie siehst du das mit gerade dem JavaScript-Bereich? Also du hast ja in eurem Podcast ging es ja eigentlich um JavaScript in erster Linie. Eigentlich nicht. Da ging es irgendwie um alles Mögliche. Siehst du? Weil die anderen zwei, der eine war PHP-Entwickler, die andere, die war bei NPM eher auch managermäßig unterwegs. Da gab es nicht so viel JavaScript-Gedöns. Aber ja, also ich sehe halt, ich habe das Gefühl, dass da einfach für viele Probleme, die wir im Frontend hatten und in der JavaScript-Entwicklung hatten, haben sich viele Lösungen gefunden oder haben sich so ein paar Lösungen gefunden, die sich jetzt alle angeeignet haben. Ne? Also die ganzen Frameworks, wir sehen ja von der Architektur im Endeffekt oder sagen wir mal anders, die Frameworks sagen dir alle genau das Gleiche. Bau deine Applikation aus Komponenten und mach hier mal so ein Unidirectional Data Flow rein, irgendwie mit Redux oder ähnliches. Oder kannst du auch, manche sagen auch State Machine, wobei die sind nicht so populär. Und ein bisschen funktionale Programmierung ist da noch ein bisschen mit drin, so vom Prinzip. Und darauf haben sich so alle ein bisschen geeinigt. Ne? Und dann gibt es noch Implementierungsdetails dann in den verschiedenen Frameworks. Und dann gibt es jetzt so ein Framework wie Svelte. Und Svelte sagt, okay, wir machen irgendwie mehr im Compile-Step und optimieren davor und machen dann die Developer-Experience noch ein bisschen schöner. Aber das ist jetzt auch nicht, also und da gucken sich wieder, Angular hat jetzt auch sowas Ähnliches mit dem Ivy-Renderer und dann React macht gerade auch Experimente in dem Bereich, aber da gibt es zum Beispiel auch aus dem React-Camp gab es jetzt auch so diese Verlautbarung von wegen so große Features, wie jetzt zum Beispiel Hooks das letzte große Feature war, solche großen Announcements wird es gar nicht mehr geben in der React-Welt oder auf jeden Fall nicht voraussichtlich, sondern es sind eher die fahren jetzt halt viele Experimente und versuchen halt, das Framework noch besser zu optimieren und arbeiten damit Suspense und so. Und da gibt es eher so Nuancen irgendwie. Aber das Gefühl ist halt so, dass das settelt sich einfach alles. Also diese Innovierung und dieses Neuerfinden und noch ein Framework und noch ein Framework, ich glaube, das sehen wir ja schon gar nicht mehr. Und das wird sich halt auch noch mehr legen und so ein bisschen zetteln. Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, es ist halt das, also wenn du es dir jetzt anschaust, also ich finde, dass das Angular, es gibt natürlich Unterschiede in der DSL sozusagen von diesen Frameworks, aber letztendlich sprechen sie alle die gleiche Architektursprache. So. Und genau, aber die meine ich eigentlich. Weil es ist da nicht doch noch einiges zu holen, weil die haben ja auch alle irgendwie am Ende das gleiche Problem, nämlich wenn du da Greti und Pleti dran setzt, kommt da irgend so ein 20-Megabyte-Blob raus, der gänzlich unbenutzbar ist. Das passiert mit allen denen, die sind nicht irgendwie out of the box, böses Wort, idiotensicher. Es handelt sich nicht um Idioten, sondern um Leute, die halt eben, man kann halt damit relativ schnell seine To-Do-Listen-Applikation bauen, aber es ist nicht so, dass der asphaltierte Weg in die Glückseligkeit führt, sondern der asphaltierte Weg, wenn man dem Wegweiser folgt, führt halt eben in den langsamen, räudigen Blob hinein. Und nur wenn man genau weiß, wo die Umgehungsstraße langläuft, kann man es irgendwie gut und flott hinkriegen. Ja gut, aber wieso müssen denn diese Frameworks jetzt unbedingt für jeden einfach so out of the box wirklich benutzbar sein? Also ja, sie können es nicht. Ich meine jetzt nicht bei den normalen, kompetenten Entwickler.
Ja gut, also ich meine, dass man die Sachen lernen muss und sich damit auseinandersetzen muss, ist ja normal. Das ist ja im Backend auch so. Und also das ist jetzt natürlich irgendwie, dass jetzt wahrscheinlich halt noch viel mehr automatisiert wird und dass es diese Clicky-Bunti-Welt jetzt noch mehr, also wirklich sehr, sehr mächtig werden wird oder ist ja auch gerade so ein bisschen dabei, ne? Also dass du halt gar nicht mehr wirklich programmieren musst, sondern du kannst irgendwie viele Sachen einfach zusammensetzen und sehen trotzdem gut aus und haben trotzdem gutes Markup oder relativ gutes Markup oder so, irgendwie so. Also das wird ja auch davon, ich glaube, also für die Leute, die das nicht wirklich, sich damit nicht auseinandersetzen wollen, glaube ich, wird diese Welt dann irgendwann mal reinschreien. Ich meine gar nicht so sehr die Developer Experience, sondern mehr so die wirklich die fundamentalen Sachen. Also speziell halt eben, dass wenn du jetzt so hingehst mit dem normalen Framework von heutzutage, dass halt alles auf dem Main-Thread stattfindet. Also ist jetzt irgendwie logisch, weil es ist irgendwie so der einfachste Weg dahin und das passt halt auf das aktuelle, von der ja auch vorhin so beschriebene Programmiermodell ja sehr gut drauf. Aber eigentlich frage ich mich halt eben, wir haben heute überall irgendwelche Webworker und Messaging und Keks. Warum hat man nicht irgendwie sowas zum Beispiel? Also wenn ich jetzt so tippen müsste, was ist das nächste große Framework, das da um die Ecke kommt, dann würde ich sagen, das ist das Erste, dass es halt eben schafft, alles, was nicht absolut notwendigerweise auf dem Main-Thread stattfinden muss, davon wegverlagert und die Developer-Experience hinkriegt, sodass es halt eben komplett nahtlos ist, dass man halt eben das nicht wissen muss, wenn man nicht sehr spezielle Dinge tut. Also ich glaube, da geht noch was und ich glaube, da kommt halt noch was wieder, weil der aktuelle Zustand mit dem, was halt eben meistens mit den heutigen Frameworks produziert wird, den finde ich halt absolut inakzeptabel. Okay. Und da drehe ich niemandem einen Strick draus. Mit Kreti und Pleti meinte ich durchaus kompetente Entwickler, aber wenn die halt eben nicht höllisch aufpassen bei allem, was sie tun, dann ist das halt eben wie C-Programmierung. Du machst halt dreimal eine falsche Entscheidung und schon brennt der ganze Baum nieder. Das müsste halt besser werden, finde ich. Ich glaube, das sind aber trotzdem nicht diese Quantensprünge, die es halt vorher immer gab. So, ne? Also ich glaube, das ist dann wahrscheinlich halt auch wieder so ein Implementierungsdetail irgendwann. Letztendlich ist die Developer Experience wahrscheinlich ähnlich wie das, was man jetzt macht. Aber es wird eben letztendlich effizienter computed oder so. Keine Ahnung. Ja, also, weiß ich gar nicht. Würde ich gar nicht teilen unbedingt. Ich weiß es nicht. Also es kann gut sein. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich ein sehr interessanter Bereich, wo Innovation stattfinden kann. Aber ich sehe halt jetzt nicht so dieses, oh, jetzt gibt's Backbone, oh, es gibt jetzt Ember, oh, es gibt jetzt, also dieses Ding, was jetzt irgendwie so alle 3 Monate irgendwie passierte in den Jahren irgendwie, ich glaube, das ist vorbei. Also ich glaube, dass da schon einige Sachen sich so einfach gesettelt haben und die sind jetzt einfach so die Lösung, wo sich alle die Hand schütteln und fertig. Und dann gibt's jetzt halt noch, noch Optimierungsmöglichkeiten. Das wäre jetzt nur Optimierung. Ja. Oder nicht? Oder das andere Ding, was ich halt eben auch noch sehe, ist, wenn irgendwie das WebAssembly mal richtig rund geworden ist, dass sich dann natürlich etwas auftut, also ein ganzes Reich von Möglichkeiten wieder eröffnet, womit wir dann wieder so eine inflationäre Phase haben wie damals mit JavaScript, aber halt eben möglicherweise in vielen, vielen verschiedenen Sprachen. Und ich glaube, dann könnte es auch noch mal scheppern. Aber das sehen wir doch heute schon teilweise. Ja, also zum einen auch diese inkrementelle Weiterentwicklung, die Khalil gerade ansprach, beim Virtual DOM beispielsweise. Wann war denn das? Vor wenigen Monaten gab es einen Mozilla-Artikel dazu, dass da eine Virtual DOM-Implementierung in Rust geschrieben haben, die noch nicht mal besonders optimiert wurde. Die haben sie nur irgendwie zusammengeklöppelt, ein bisschen anderes Memory-Management-Paradigma, als man das sonst so machen würde. Ich erinnere mich irgendwie an Bumpstock oder irgendwas, keine Ahnung. Und das hat halt einfach schon mal alles, was in JS implementiert war, weggebombt. In reiner Performance. Das jetzt noch gepaart mit dem Fakt, dass es in einem anderen Thread läuft, ist doch jetzt genau das, was du haben wolltest, Peter. Ja, ungefähr so. Aber inkrementelle Weiterentwicklung, das ist nichts irgendwie substanziell Neues. Genau, es ist same shit, nur besser halt. Ja, okay, es kommt jetzt darauf an, wie man das einordnet. Also es ist the same shit, das ist richtig. Meine Frage war jetzt eher, ob Ansims Newsletter in Zukunft wieder seine epische Länge von früher erreichen kann und wodurch diese Länge hergestellt wird, jetzt durch das Gleiche in neu verpackt
oder halt eben durch wirklich was radikal Neues, wobei dann halt eben auch jetzt die Graubärte aus dem Keller rauskommen und sagen, ja, dieses React-Programmiermodell hatten wir damals bei Windows 3.11 auch schon. Also neu und so ist ja immer alles relativ. Ja, aber das ist ja dann, also ich glaube, das wird einfach anders. Ich glaube, so dieses, wir bringen uns jetzt alle im Frontend mal bei, was die im Backend alles schon seit den 70ern machen, das glaube ich so ein bisschen rum. Also wir haben so unser Paradigma dafür gefunden für UI und jetzt muss man halt aber irgendwie so die Power in den Browser irgendwie den Schlüssel irgendwie, also die Power irgendwie so entschlüsseln im Browser noch, damit es halt noch schneller wird. Was ich super interessant finde, ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, war WebAssembly auf Node, weil die Netlify-Leute, ne, die machen ja dieses Static Site Hosting und machen da irgendwas mit Functions und CDNs und on the edge irgendwie noch Sachen ausführen und so. Und die haben ja dieses Netlify Dev und dieses Netlify Dev, was auch immer die da auf ihrer Serverlandschaft mit C++ geschrieben haben, haben die nach WebAssembly kompiliert und deswegen konnten die Netlify Dev machen und das läuft einfach auf Node und spiegelt halt sozusagen die Netlify-Umgebung 1:1 nach. Und das fand ich so zum Beispiel extrem, da habe ich halt kurz aufgehorcht, da habe ich gedacht, oh, das ist aber sehr cool. So. Und ich frage mich, ob es da in der Richtung eventuell, also WebAssembly nicht unbedingt im Browser, sondern halt irgendwie auf Node noch interessante Sachen machen kann. Ja, das Problem ist halt eben, das eröffnet so viele neue Möglichkeiten, dass es halt aus unserer Position auf dem Zeitstrahl, glaube ich, echt schwierig wird abzuschätzen, was da alles mitgehen wird, außer dass man vielleicht sagen kann, das könnte gut sein, dass da irgendwie eine ganze Menge nochmal umgeworfen wird. Mhm. Wie genau? Weiß nicht. Wenn es jemand weiß, Bescheid sagen. Also die typischen WebAssembly-Beispiele, so irgendwie jetzt Doom zocken oder so, das finde ich halt mega langweilig. So. Ja. Ja. Also zu dem, was Peter gerade gesagt hat, hätte ich auch noch sowieso noch eine Frage gehabt an alle, die irgendwie dieses React, als es aufkam, mitbekommen haben. Also ich war da ein bisschen weg vom Fenster, habe es nicht so mitbekommen. Und für mich war das halt, als ich dann wiederkam, tatsächlich so ein mächtiger Umbruch. Aber hat man das wirklich auch damals schon mitbekommen, 2015, dass das jetzt auf einmal so was fundamental anderes ist? Wir machen das jetzt irgendwie, vorher haben wir es mit jQuery gemacht und jetzt machen wir es vom Programmiermodell schon komplett anders. Oder war das auch so ein schleichender Lernprozess vielleicht eher? Also ich finde, das ging ja schon mit Backbone los, ne? Also damals. Und nee. Ja, also um Markus' Frage zu beantworten, der Knackpunkt an React war ja gerade das neue Paradigma, das Function of State. Das war ja das, was es so furchtbar interessant gemacht hat. Und das haben auch alle schon begriffen von Anfang an? Nein. Ja, nein. Nicht. Das hat eine Weile gedauert. Wir haben das irgendwie bei der JSConf EU vorgestellt und alle haben nur geschaut, so was HTML im JavaScript, das ist doch scheiße. Und wir vermischen hier irgendwie die Concerns und so. Und was aber dann passiert ist, ist, dass, so war meine Wahrnehmung, dass die Leute, die dann tatsächlich React ausprobiert haben, fanden es alle geil. Und dann hat sich das einfach so, dann ist es dann so langsam, aber sicher explodiert. Also aber auch erst später, glaube ich. Also wir reden da ja von Einführung React 2013. Ja, ja, das, ja. Also 2013, da hat noch kein Mensch über React geredet. Nicht? Und in den letzten 2 Jahren einfach nicht wegzudenken. Also ja. Das hat halt einfach Fahrt genommen. Und zu Recht. Also ich hab auch lange gebraucht, bis das mich überzeugen habe lassen, dass es eigentlich ein cooles Ding ist. Ja. Also ganz. Und wer ganz weiß, kurz. Vielleicht steckt jetzt auch wieder irgendeine Technologie, die auch wieder so groß aufgeht. Das anfängliche Problem von React, was jetzt die traditionellen Webentwickler anging, war dieses JSX und diese ultra hässliche Syntax. Und es ist noch nicht mal mehr JavaScript, sondern irgendwie sowas ganz Schräges, gepaart mit ganz vielen Vorträgen, die immer diese Immutable Data Structures da irgendwie versucht haben zu propagieren, mit denen keiner klargekommen ist. Also mal so direkt aus dem Stegreif. Ja, klar. Ja, bei mir persönlich auch, dass damit kommt man so schlecht klar, weil auch JavaScript wirklich nicht besonders 1:1 auf dieses Programmiermodell und diesen generellen Ansatz passt und das immer so
knirscht, selbst mit JSX noch on top. Also bei mir ist diese ganze Function-of-State-Geschichte erst mit Vue angekommen. Das hat sich von Anfang an angefühlt wie das Geile von React, aber ohne halt die hässlichen Teile. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht und erst jetzt, als wir Anfang des Jahres auf diese React Native Applikation geworfen wurden, komme ich auch mit React klar. Also bei mir hat es Klick gemacht, als ich das erste Mal einfach mit so einer Mini-App, ich habe React irgendwie jahrelang einfach nur so beobachtet und gelesen und Code-Beispiele gelesen und Tutorials mal angeschaut und so. Und dann, als ich es dann irgendwann mal benutzt habe, dann habe ich, bei mir hat es dann Klick gemacht, als ich eine Komponente importiert habe, die eine JavaScript-Klasse ist. Ja, das war eine JavaScript-Klasse, die habe ich in einer anderen JavaScript, in einer anderen Datei importiert, ja, und habe dann halt diesen Namen. Und dass ich dann diesen Namen als sozusagen HTML-Element, also JSX-Element, in diesem JSX-Teil verwenden konnte, da hat es bei mir voll, da ist mein Gehirn so losgegangen irgendwie. Da hat es Funken geschlagen, so, weil diese Brücke, die da geschlagen wird, irgendwie aus JavaScript ins HTML rein, war für mich als Webentwickler halt so mega natürlich. Das hat sich total natürlich angefühlt. Also jemand, der halt auch JavaScript mag und JavaScript schreibt, aber gleichzeitig halt auch schon jahrelang HTML geschrieben hat, so. Das war so für mich das, ach so. Und ich glaube, dass das deswegen halt funktioniert hat und sich so weit verbreitet hat, weil das nicht existiert, diese Trennung zwischen JavaScript und HTML, aber es trotzdem geordnet ist irgendwie. Bei mir war es die Erkenntnis, dass so ein JSX-Element nichts anderes ist wie ein Funktionsaufruf mit Parametern. Und wie ich das einmal gecheckt habe, habe ich gedacht, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so hässlich. Das heißt, das ganze JSX-Teufelwehr ist nur Syntactic Sugar, wie man so schön sagt. Und der Rest ist einfach nur ein Function Call. Und cool, mit Function Calls kann ich umgehen. Das ist in meiner Perspektive von JavaScript ganz okay. Dann habe ich versucht, JSX zu implementieren für die normale DOM-API, für Document Create Element. Und bin draufgekommen, hey, das sind 20 Zeilen Code, 30 Zeilen Code. Und ich kann JSX schreiben und mache normale DOM-Elemente draus. Und dann habe ich gedacht, okay, also da ist irgendwas dahinter. Und schon langsam von diesem kleinen Baustein aus zu merken, okay, dann schreibt man nicht mit dem echten DOM, sondern mit einem virtuellen DOM und abstrahiert ein paar Sachen. Und dachte, okay, eigentlich ist da echt nicht viel dahinter. Und dann war es cool. Also diese ganze Magic und das ganze Grausame, das man auf den ersten Blick erkennt, habe ich mir wirklich so schrittweise Stück für Stück erarbeitet, bis dass ich es akzeptiert habe. Ja, das Grausame kommt ja wieder, wenn du dann das machst, was man bei React halt eben macht, nämlich alles in 27 Higher-Order-Components rappen, sodass am Ende keiner mehr durch irgendwas durchsteigt. Also ja. Mit Hooks machst du es nicht mehr. Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, diese Hooks, die haben das Game halt nochmal total gechanged. Ja, es nützt halt eben bei den ganzen Bestandscode-Bases nicht. Ich habe die letzten paar Monate viel Zeit in so einem Ding verbracht, was so ein Layer-Cake von Schrecklichkeit war. Oh, also, du immer mit deinen echten, realen Problemen. Ja, komm, sorry. Naja. Du musst ja auch mal als Feuerwehr wahrscheinlich irgendwie so aushelfen bei solchen. Ja, also ich wurde als Feuerwehr gerufen. Ich bin dann mehr so dann auch wieder so rückwärts so. Rückwärtsgang. Naja, weißt du. Blaulicht halt rückwärts eben, fahren. Genau, Blaulicht rückwärts. Machst du auch Tatütata rückwärts? Ja, so ein, also ich habe halt einfach irgendwann aufgehört, auf diese E-Mails zu reagieren. Bringt halt nichts. Also alles ist falsch. So. Das ist wirklich so 70er Jahre italienischer Actionfilm mäßig. Alles ist falsch. So funktioniert das nicht. Nein. Okay. Aber vielleicht kann ich es ja ganz charmant mal probieren, jetzt wo wir diese JavaScript-Framework-Diskussion doch schon fortgeschritten haben und mal auf ein Thema überleiten, was dazu vielleicht ganz gut passt. Es kam nämlich auf Twitter die Frage auf, von unserem Hörer Silize. Alexander heißt er auf jeden Fall. Mhm. Und man kennt ihn, oder also ich kenne ihn zumindest auch von einigen Meetups.
Was treibt uns eigentlich an als Webentwickler und macht es eigentlich noch Spaß oder wäre es lieber schöner für uns, so Gärtner und Barbesitzer zu werden? Weil gerade wenn man sich jetzt diese ganze JavaScript-Entwicklung mal anschaut und so, hey, dieses, ey, ich check das vielleicht gar nicht oder will ich das überhaupt? Habt ihr noch Bock jetzt auch mal so an die Leute? Ich meine, Markus, du hast es ja vorhin gesagt, du warst eine ganze lange Zeit raus. Warum bist du jetzt wieder dabei? Was macht dir Spaß daran? Also GUI macht eigentlich sehr viel Spaß. Das hat halt davor, also vor diesem React-Modell viel Spaß. Also habe davor GUIs gebaut gehabt. So. Also wenn es fertig war, war ich glücklich. Aber der Prozess dahin war immer ein bisschen schwierig. Und jetzt ist halt der Prozess dahin auch angenehm und deshalb bin ich da wieder. Außerdem benutze ich auch kein JavaScript, sondern Clojure-Script. Das macht auch noch alles ein bisschen anders. Oh, wow. Genau, und das mache ich jetzt auch schon, also noch nicht so lange, deshalb ist es wahrscheinlich jetzt die falsche Frage an mich. Ja. An mich übrigens auch. Ich habe immer noch so diesen amazing Moment, den ihr wahrscheinlich vor 10 Jahren oder als es dann angefangen hat, hier mit 2013 so gehabt. Ja, ich bin ja eh raus aus der Frage, ich bin ja kein Webentwickler, ich laber ja bloß. Ja, aber du laberst ja auch und programmierst ja auch parallel und schaust dir dauernd neue Spezifikationen an und findest Dinge cool und nicht so cool, aber du machst es halt immer noch weiter. Ne? So. Man muss sich halt schon manchmal überlegen, also ich überlege mir das schon manchmal, so habe ich eigentlich noch Bock zu programmieren und jedes Mal denke ich für mich, oh ja, eigentlich, ich habe auch mal eine Zeit lang was anderes gemacht, ne? Da habe ich mehr so Scrum Master und dann irgendwelche Management-Tätigkeiten und so. Und dann dachte ich mir, eigentlich macht doch Programmieren viel, viel mehr Spaß, wenn man sowas leistet. Also das ist so was, das mag ich so gerne daran. Ich kann halt mich jetzt hinsetzen. Heute, ich saß auf der Arbeit, habe 3 Stunden Gas gegeben nach dem Mittagessen und hatte da etwas, was ich so zeigen konnte. Ne? Und dann bin ich zu meinen Kollegen hin und habe gesagt, oh, guck mal hier, und ich habe das jetzt schon mal so umgesetzt. Und ich sehe das und klicke das und es funktioniert. Es ist so ein bisschen wie eine Art Handwerk. Und ich habe was erzeugt. Klar, virtuell, logisch, aber es ist trotzdem so angreifbar. Und das, finde ich, das macht halt diesen Job immer noch so interessant im Vergleich jetzt zu einer eher managementlastigen Tätigkeit oder, sag mal, wo du dich vielleicht viel mehr mit sozialer Kompetenz auseinandersetzen musst oder wie auch immer als Master schauen musst, dass Prozesse laufen. Da hast du am Ende nicht dieses Ergebnis, was so krass greifbar ist für mich, finde ich. So, das ist so das, was ich auf jeden Fall daraus ziehe. Ja, ja, da gehe ich auch mit. Das ist das, was, wenn ich dann mal was programmieren darf, auch wirklich das Schöne daran. Und das ist halt eben das, was, wenn ich mal nicht was programmiere, dann ist irgendwelche Sachen in Bauen in die Welt setzen oder umbauen oder zusammenschrauben halt einfach das nächstbeste. Mhm. Aus genau dem Grund. Du hast mal irgendwann zu mir gesagt, Peter, wir machen ja auch parallel noch hier unser Warhol-Projekt. Da hast du mal irgendwann gesagt, ja, dieses Programmieren, das, wenn ich das auf der Fahrt mache im Zug oder wenn ich irgendwo sitze, das ist für mich meine so Entspannung sozusagen, meine Freizeit, so da kann ich mich beruhigen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt. Ja, ne? Ja, der Job ist auf der Bühne stehen oder Slides kloppen oder Specs lesen oder sowas alles, aber dann wirklich mal sozusagen, so jetzt bauen wir mal diesen Button und wir machen den halt mal so richtig schön rund und geil und dass der irgendwie vernünftigen States hat und dann kann man am Ende wirklich sagen, so, das ist jetzt mein Werk, dieser Button. Das ist halt schon nicht schlecht. Ja? Aber deswegen auch aus der wegen der Hörerfrage, Gärtner oder Barbesitzer, wenn, dann würde ich den Gärtner nehmen. Ja, warum? Wegen der Ruhe? Ja. Nee, weil dann hat man halt was. Also du kannst ja auch irgendwie da den Garten herrichten, den Baum schneiden oder sonst was und dann kannst du ja auch sagen, hier, mein Werk. Das wuchert dann wieder zu, aber das ist ja mit Code, wenn man mit Kollegen arbeitet, ja genauso. Das stimmt, ja, es wuchert wieder zu, ja. Nee, geht mir aber genauso. Also ich habe ja ursprünglich mal, wollte ich ja Designer werden und dann hat mein Vater irgendwann einen Computer angeschleppt, weil das brauchte man irgendwie damals. Dann meinte er so, hier du kannst jetzt mal hier lernen, wie man den bedient, damit ich dann sagen kann, dass wir so einen Computer haben und den benutzen. Und dann habe ich halt festgestellt, ach cool, da kann man ja irgendwie auch Werke mit schaffen.
Und muss aber auch nicht so, sagen wir mal, braucht nicht eine Werkstatt mit Werkzeugen und man muss so keine große Anfangsinvestition tätigen. Und das hat sich halt bis heute eigentlich so fortgeführt, dass ich festgestellt habe, dass man einfach sehr viele Dinge mit dem Computer machen kann. Zwischenzeitlich habe ich ja so 3D-Kram gemacht, was ich auch gut fand, weil man damit sozusagen Dinge zum Anfassen erzeugt, weil also in 3D fühlten die sich so an, ohne dass man wirklich das ganze Material bewegen muss in der echten Welt. Und dann bin ich eben in die Webentwicklung gegangen, weil das dann tatsächlich noch ein Produkt ist, was rauskommt, was alle benutzen können und bedienen können. Und da gefällt es oder mag ich einfach gute Produkte zu bauen, also die Leute auch wirklich gerne benutzen. Und das ist dann nicht nur eine technische Geschichte, sondern auch viel so konzeptionell. Und wie möchte man kommunizieren und wie möchte man überhaupt vorgehen? Aber eben, da gehört dann die technische Komponente auch dazu. Insofern weiß ich nicht. Ich bin beides gerne Gärtner und Barbesitzer, weil der Barbesitzer natürlich auch viel mit Leuten zusammen interagiert und das mache ich auch gerne. Aber der Gärtner hinterlässt halt auch Dinge, das ist halt auch schön. Der Barbesitzer, der schenkt halt ein Getränk aus und ist dann weggetrunken. Ja, aber das schmeckt. Das stimmt. Ja. Ich darf euch alle recht herzlich einladen zur Eröffnung meiner Bar nächste Woche. Nein, also tatsächlich, was ich finde, und das merke ich jetzt gerade im Moment wieder, wo ich von seit Beginn des Jahres bin ich aus der Teamleitung wieder zurück in quasi den aktiven Programmierdienst und so, merke ganz stark, dass man eigentlich, auch wenn man meint, nichts Neues mehr zu sehen, man nie auslernt, wenn man mal die Finger selbst schmutzig macht. Beschäftige mich jetzt gerade sehr viel auch mit cloud-basierten Architekturen und das ist auch gerade so eine Entwicklung, die ich in der Webentwicklung stark sehe, dass diese Frontend-Entwickler immer mächtiger werden, weil sie jetzt mit ganz, ganz wenig Setup auf einmal einen Server administrieren können oder ein Backend machen können, weil du einfach nur eine kleine Cloud-Function schreibst, anstatt dass du diesen ganzen Proports rundherum machen musst. Das heißt, es sind auch wieder viele neue Themen, die da aufpoppen. Und ich lerne das unglaublich gern. Und in Wirklichkeit ist es jetzt seit, keine Ahnung, Webentwickler seit 97, also ja, 22 Jahre lang Lego spielen in einem Code-Editor. Und von dem her immer noch aufregend. Und deswegen, ja, also in Wirklichkeit spielen und lernen. Ja, das Hobby zum Beruf gemacht quasi, ja. Auch, ne? Du hast ja auch in deiner Elternzeit, hast du dir auch Tonnen von Sachen reingezogen. Jeden Tag eine neue Programmiersprache, das ist so irre. Also, hey, Kotlin, Elm, Haskell, Elixir habe ich kurz probiert, nicht ganz so cool. F-Sharp, C++ 2017, TypeScript, fertig. Bei TypeScript bist du auf jeden Fall länger hängen geblieben. Ja, das war irgendwie so eine kleine Offenbarung, wo man dachte, hey, Moment, also wenn man dieses ganze Werbegedöns, was man immer mitgekriegt hat, also meine drei TypeScript-Begegnungen, ne? Erste Begegnung, mein Backend-Kollege sagt mir, wow, cool, das ist ja wie Java, denkt man, passt, ist schon durchgefallen. Zweite Begegnung, hey, schreib mal Angular 2, ne? Kann ich kein Promise machen, ohne dass ich nicht genau typisiere, was da für Daten zurückkommen. Und ich so, ja, ich habe ja noch keine Ahnung, wie die Daten ausschauen. Ich habe noch nicht mein Console-Log gemacht. Nicht? Und fällt auch durch. Und jetzt so beim dritten Mal, super cool. Ich schreibe einfach JavaScript und das Ding ist so schlau, dass den Code besser versteht als ich selbst. Und da, wo sie es nicht ganz versteht, kann ich mit ganz, ganz wenig Mitteln ein bisschen nachhelfen, dass TypeScript besser versteht. Und mit dieser Herangehensweise ist es total cool. Das ist genau das, also quasi eine kleine Hirnunterstützung im Editor. Und deswegen finde ich das so cool. Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit der richtigen Herangehensweise. Und jetzt würde ich gerne mal um deine professionelle Einschätzung bitten, wie verbreitet denn die richtige Herangehensweise gegenüber anderen Herangehensweisen ist? Da ist nämlich mein Eindruck ein ganz bestimmter. Ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Herangehensweise, die ich gerade geschildert habe,
durchaus auch dazu beigetragen hat, dass das TypeScript jetzt in den Köpfen vieler anderer ist. Aber für die große breite Masse und vor allem dieses, wie man so schön sagt, dieses Dark Web an Entwicklern, die Leute, die nicht auf Twitter sind, keine Blogbeiträge lesen, den Job wirklich nur machen, weil sie Geld dafür bekommen, was ja total valider Grund ist, den zu machen, nicht? Die sehen das als Java im Browser. Ja, weil die Marketingbotschaft halt entsprechend auch ist. Wagen. Ja, ist halt die Frage, ob der Schwenk jetzt noch irgendwas bewirkt. Also wie gesagt, Man muss damit, glaube ich, mit anderen Mitteln halt eben wirklich über, vielleicht auch über etwas, über andere Medien jenseits von Blogposts und dergleichen mal diese, diese Richtung da propagieren. TypeScript ist auch so ein Ding irgendwie, das könnte alles so schön sein, wenn es denn richtig gemacht würde. Es passiert halt in einem geringeren Ausmaß, als es wünschenswert wäre. Mhm. Naja. Naja. Der Ordner wollte noch was zu TypeScript sagen. Ach so, sorry. Keine Ahnung. Ja, jein. Also ich habe am Freitag gerade hier betriebsintern so eine anderthalbstündige Vorstellung von React Native und dem ganzen Kladderadatsch drumherum machen müssen. Und ein nicht insignifikanter Teil davon ging für TypeScript drauf, weil die Leute, die jetzt da zu mir ins Projekt sollen, das sind ja alles Java-Entwickler und Objective-C oder Swift-Entwickler und hast du nicht gesehen. Also halt Leute, die JavaScript nicht mit der Zange anfassen, weil ist das eklig, ich kriege hier undefined is not a function. Das ist für die JavaScript. Also keine Sorge, wir haben jetzt hier auch Typen, also heißt dann halt TypeScript, aber ist immer noch JavaScript, nur halt irgendwie so bisschen mehr. Aber auch keine Sorge, ihr werdet jetzt hier nicht gleich in der Typisierungshölle landen, weil, guckt euch das mal hier an bei mir, ich habe hier quasi so ein paar Dateien, die beschreiben, was ich an Daten von euren Schnittstellen bekomme, was für Daten ich euren Schnittstellen zurückgeben soll und so ein bisschen, was wie meine Funktionen halt so aussehen. Und das war's. Und der ganze Rest ist einfach irgendwie durchgerechnet von TypeScript. Guck mal, hier an der einen Stelle, da habe ich gesagt, ich kriege von euch den und den, dieses Konstrukt. Und ganz da hinten, da bin ich irgendwie 5 Dateien durchgegangen, wo einfach keine Typen mehr irgendwie großartig deklariert waren. Ganz da hinten sagt mir mein Editor, nee, kannst du nicht machen, weil musst da eigentlich einen String reingeben. Also da haben die... Das konnten die nicht mehr irgendwie so verarbeiten. Da habe ich also in den Miniatur-Video-Bildchen gesehen, wie da hier die Augen Tilt Game Over gemacht haben. Das ist nicht so ehrlich. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade in der gleichen Situation. Menge Java-Entwickler, die drauf losgelassen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, für den Zweck haben wir immer nur das richtige Framework ausgesucht. Der Angular ist im Grunde eine Java-Kopie im Browser. Also das Framework ist die Java-Kopie, nicht die Sprache dazu. Aber du merkst halt dann so grandiose Konstruktion, wo du denkst, ja, okay, also mit dem Background hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht. Das geht aber viel einfacher und viel eleganter. Und dann hast du halt diese unangenehme Aufgabe, einen Pull-Request zu stellen, der sagt, hey, ich habe gerade dein Stück Code verbessert. Und das macht sofort den Boomer aus dir mit der ersten Sekunde und das ist ja halt da. Ja, schwierige Situation. Eieiei. So, die zentralste Frage überhaupt in der Programmierung wurde aber auch gestellt und zwar von @pnodev. Philipp heißt er. Tabs oder Spaces? Beides. Beides. Keine Ahnung. Ich habe das erste Pro-Tabs, also das ist ein sinnvolles Argument gehört, das für eine von diesen Seiten ging. Und das war irgendwie, ich glaube, das war ein Blogartikel oder so. Ich habe ihn natürlich nicht gelesen, aber das hatte irgendwas mit Accessibility zu tun. Ja? Also dass irgendwie Tabs, wenn man Tabs verwendet im Code, wahrscheinlich auf GitHub oder so, vielleicht auch einfach im Editor, dass es für Accessibility besser ist, weil dann blinde Programmierer besser durch den Code durchnavigieren können. Das ist ein Argument, dass, wenn das so ist, dann ist das ein Argument, dass ich... Dann ist das ein Argument für bessere Editoren.
Also ich meine, die können für meine Tasten und für die Cursorsprünge die Spaces in Tabs umrechnen. Wenn die das für Audio nicht hinkriegen, dann ist das ziemlich schwach. Ja gut, aber das heißt, dass halt deine Datei, egal wo sie ist, im Editor oder im Web irgendwo oder als Textdatei irgendwo, halt besser navigierbar ist wahrscheinlich oder so. Ja, aber also, mit dem Argument könnte man auch pro IE6-Optimierung irgendwie, weißt du? Nö, wieso denn? Ich finde das okay, aber alles andere ist halt so völliger Schwachsinn. So. Also. Danke. Tabs oder Spaces ist leider egal. Wir können ja kurz stringent. Hauptsache stringent, das ist das Wichtigste. Genau, Hauptsache mischen in Projekten. Hauptsache prettier verwenden einfach. Mhm. Oder so. Und wer von euch verwendet Tabs? Und wer von euch verwendet Spaces? Hier. Ja, also wie gesagt, beides in einer Datei so also gleichmäßig mischen, dann sind alle gleich unzufrieden. Das ist Demokratie. Okay. Also ich glaube, bei uns ist schon eindeutig, wir verwenden mehr Spaces. Aber wenn man im JavaScript-Bereich unterwegs ist, ist, glaube ich, trotzdem auch so gang und gäbe. Ne? Also irgendwann gab es da mal die Node-Richtlinie 2 Spaces, glaube ich. Ne? Ja, und damals als Callback-Hell noch a thing war. Ja, aber bei mir ist das also Standard gang und gäbe, dass ich überall zwei Leerzeichen verwende. Aber ja, es ist scheißegal, was man verwendet. Ja, welches ESLint-Profil benutzt ihr? Das ist vor allem auch wichtig. Ja, das ist nochmal genauso wichtig, ja. Ja, aber welches? ESLint leider natürlich. Recommended. Recommended und prettier. Ach so. Leider Standard. Herbst ist der Lack. Standard. 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 Ugh. Nee. Ja, Airbnb bin ich. Airbnb, ja, Airbnb, weißt du was? Airbnb habe ich auch mal gedacht, ist cool, aber dann kam die mit so vielen komischen Updates, und dann wollte man, also ich gedacht, hey, cool, neues Update, installiere ich mal, dann war alles kaputt, dein ganzer Code war plötzlich scheiße, und dann waren da auch irgendwie komische Plugins drin für React und so, und da habe ich kein React verwendet zu dem Zeitpunkt, sondern habe ich gedacht, ey, das nervt, nein, und jetzt machen wir, also im neuen, in dem Projekt, in dem ich jetzt arbeite, da hat ein neuer Mitarbeiter, der hat sich da mal hingesetzt und hat gesagt, okay, komm, wir schmeißen Airbnb raus, wir machen alles recommended, wir machen Prettier an, oder Prettier hat man schon an, aber halt irgendwie die entsprechenden Regeln ausschalten und alles irgendwie für React recommended, für JavaScript recommended und so, und damit fahren wir irgendwie ganz gut. Und dann ist einfach fertig. Braucht man sich nicht groß überlegen. Also ich wollte auch sagen, seit ESLint den Autofix-Quark hat, ist mir das auch echt scheißegal. Schreibe ich ein Semikolon, drücke Speichern, dann ist es halt weg. Halt irgendwo ein Space reingemacht, wo keins hingehört, drücke ich Speichern, ist es halt weg. Habe ich irgendwo was vergessen, dann ist halt wieder ein Komma da, ist doch alles egal. Speichern macht das schon richtig. Da, wenn die Kinder glücklich sind, wenn sie keine Semikolons sehen müssen, dann ist mir das jetzt echt recht. Ich sehe das als persönliches Wachstum. Ich bin auch sehr stolz drauf, dass das ist auch alles, was ich in den letzten 2 Jahren gewachsen bin, ja, dass ich mich von den Semikolons lösen konnte. Ja, so. Oh. Jetzt ist es offiziell. Geil. Sauber. Sehr gut. Ja, und wir haben eben schon kurz über, also habt ihr noch Bock auf noch 2, 3 Hörerfragen? Klar. Auf jeden Fall. Okay, dann hau ich noch was raus. So, der Herr Mittelgrau oder die Frau Mittelgrau fragen. Das ist eine Agentur, Mittelgrau. Ach du, die Herren und Damen bei, oder Damen und Herren bei Mittelgrau fragen. Was ist eigentlich unser meistbenutzter Shortcut, Keyboard-Shortcut? Puh, Command-C. Ich wollte gerade sagen, neben Command-C, Command-V und Command-A. Also, immer mal Command, die Dinger raus. Z rückgängig. Also, ja, Command-Z ständig. Command-Z, definitiv Command-Z. Der einzige Shortcut, den in den ganzen Tag. Aber hey, wie würde dann was produzieren? Ach, egal. Ja, also das Einzige, also jenseits von halt dem typischen Speicherkrempel oder so, ich habe halt 3 Monitore und ich muss halt recht oft die Taste drücken, die so das Umarrangieren UI halt hervorruft. Das ist jetzt nur die Windows-Taste bei mir, das heißt, ich weiß nicht, ob das zählt, aber naja. Ja, oder so Alt-Tab bei Windows und um quasi in die nächste Anwendung zu wechseln, also Command-Tab auf dem Mac wahrscheinlich. Nutzt ihr das auch häufig, oder?
Ja, meistgenutzt auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal hier auf die Abnutzung. Command-Control-V. Müsste ich jetzt mal noch so sagen. Oh. Ja. So unformatiert einfügen oder was? Nee, das wäre, glaube ich, Command-Alt-Shift-V. Command-Control-V ist ein Utility, das man dazu installieren muss. Das ist die Clipboard-History. Das ist bei mir Command-Shift-V. Aber same shit. Ja, ja, das war es, glaube ich, anfangs auch. Stimmt, das brauche ich auch die ganze Zeit. Boah, wenn ich an einem Rechner sitze, der keine Clipboard-History hat, ich weiß nicht, wie ich das Ding benutzen soll. Generell, jeder andere Mac, ich kann damit nicht arbeiten. Es geht ja, nicht. Stimmt, das merkt man sofort, das fehlt. Clipboard-History müsste eigentlich immer da sein. Ja, einer meiner Lieblings-Shortcuts, die ich noch habe, irgendwie, ich verwende den auch recht häufig, ist das Verschieben von Zeilen hoch und runter. Command, Control und dann die Pfeiltasten hoch und runter bei mir. Ich glaube, der Standard-Shortcut ist ein anderer. Dann machst du noch Shift dazu, dann ist es Zeile duplizieren. Bin ich auch dabei. Genau. Das ist auch ein Fave. Oder Command-Alt hoch runter, ich weiß gar nicht, irgendwas. Das ist schon hier so Muscle Memory, ich weiß das gar nicht. Das ist das große Problem. Manchmal, wenn ich jemandem versuche, was zu erklären. Dann ist das Command-D nicht aufgeschmissen. Nee, Command-D sucht bei mir das aktuell selektierte Next Endurance. Ja, in deiner IDE, ne? Ja, genau. Genau, ich bin ja so ein IntelliJ-Honk. Command-L? Wer verwendet Command-L? Hier, auf jeden Fall immer im Browser, vor allem für Copy und Paste. Wenn man nämlich unformatiert pasten will irgendwo. Command-Alt-Shift-V, Hans. Command-Alt-Shift-V. Command-L ist einfach URL reinhauen. Hey, aber wenn du schon... Funktioniert aber nicht immer. Ja, wenn du funktioniert schon nicht immer Command-L machst, um in die Adressleiste zu kommen, dann änder mal die URL und drück dann Command-Enter. Um die modifizierte URL in einem neuen Tab aufzumachen. Das ist auch ein ganz heißer Scheiß. Alter. Wow. Command-T, weil ich mache immer irgendwas zu, was ich noch brauche. Ja, stimmt. Und wir werden gerade alle von den Emacs-Usern ausgelacht. Ja. Ach, die lachen doch alle aus. Ist normal. Ja. Und, ja. Wem läuft mit dem Anstecken? Und Markus, welche Tasten drückt ihr so den Tag drüber? Also wir sind ja die Lisp- People. Das heißt, auch Emacs ist auch schon mal Pflicht. ich benutze aber Vim-Bindings. Das heißt, machst du uns gerade einfach aus. Vim-Bindings in Emacs, Alter. Ja, und dann ist natürlich Jehova gesagt, glaube ich. Es ist so ein Stinkefinger gegenüber alle Entwickler der Welt. Das darfst du aber nicht laut sagen eigentlich, oder? Das habe ich jetzt, glaube ich, laut ins Internet gesagt. Das darfst du auf keinen Fall laut sagen in einem Podcast mit Videoaufzeichnung, was auf YouTube landet. Genau. Mit vielleicht jemandem, der auch noch in der Lage ist, das ein bisschen zu schneiden, dass so diese Aussage so ein bisschen gelobt wird. Weißt du? Mach doch nichts. Es gibt mit Klicks und Views und Kommentare. Ja. Der Teaser wird nur diesen Satz enthalten und alles ist gut. Sendungstitel. Okay. Du wolltest einfach, dass du Emacs nie mehr verlassen kannst, oder? Nee, das kriege ich schon hin. Da habe ich mehrere Shortcuts für. Den Reset-Button auf dem Computer zum Beispiel, den Power-Button auf dem Computer. Den neuen Computer. Ja. Nächste Frage. Ja, die Abschlussfrage jetzt in dieser Rubrik, die kommt nämlich von Pepo, war auch die erste Frage und auch ein Ding, was so ein bisschen so, wie sagt man denn, keine Ahnung, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, wie wird man ein glücklicher Webworker oder Entwickler halt? Was macht uns glücklich und wie schafft man es, glücklich bei der Arbeit zu sein? So? Hat jemand Rezepte? Meditieren? Keine Ahnung. Gleichgültigkeit.
Ist kein Witz. Es ist kein Witz. Es tut mir leid. Es ist kein Witz. Gleichgültigkeit. Übt euch in Gleichgültigkeit. Sagt euch bewusst vom Spiegel, das ist mir jetzt egal. Das muss man üben. Aber wenn man das kann, dann ist das ein echt herrliches Miteinander-Auskommen mit den Kollegen. Ist mir jetzt egal. Ja, mach du das so. Ist mir jetzt auch egal. Ich refactor das heute Nacht, aber jetzt ist es mir egal. Ich wollte genau das Gleiche sagen, aber du hast es einfach mit einem viel, mit einer viel schöneren Stimmung gesagt, als ich es hätte formulieren können. Was Rodney sagt. Ja. Also ich hab neulich gedacht, also ich hab irgendwie aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive so ein bisschen den Luxus, dass ich in einem Job gelandet bin, wo Entwickler oder wo wir als Entwicklerteams Einfluss darauf haben, wohin es mit dem Produkt geht, bis zu einem gewissen Grad. Und das war dann, und das ist der erste Job, bei dem ich jetzt länger als ein Jahr bin und ich nicht gehen will. Und das ist für mich so ein bisschen, ich glaube, das gibt's, also aus meiner Perspektive, ich erlebe das zum ersten Mal so. Und ich finde das ziemlich cool und ziemlich spannend, immer noch momentan. Und von daher sehe ich das so ein bisschen als Rezept, wenn man das finden kann, also wenn man als Entwickler sich auf die Reise macht, so durch die verschiedenen Jobs und halt so in Jobs landet, wo man einfach halt so ein bisschen so schaufel mal hier den Code nach rechts und dann ein bisschen Pixel nach links und und bau bitte alles ganz schlecht und ganz schnell und so, dass man halt irgendwie keinen Spaß an der Sache hat. Dann wäre so ein bisschen mein Rezept, solange es uns als Entwickler noch so gut geht und wir auch noch solange es noch so einen Bedarf nach uns gibt, hat man halt so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bleibe hier, solange ich noch ein bisschen was lernen kann und dann schaue ich mal, dass ich woanders hinkomme, bis man an dem Punkt vielleicht kommt, wo man ein bisschen länger bleiben kann, weil man da als Entwickler wirklich auch was Interessantes machen kann und man auch ein bisschen Einfluss hat. Und was ich denke, was auch wichtig ist, ist, dass man trotz allem, also wenn man, also aus meiner Sicht ist das so, wenn man das Gefühl hat, wenn man sich auch schlecht behandelt fühlt oder irgendwie so als Pixelschubser, dass man trotzdem immer, wenn man denkt, hier läuft was richtig falsch, dass man trotzdem das Maul aufmacht halt. Es gibt, glaube ich, manchmal so ein bisschen, dass man da, also da kann man sich so ein bisschen als ein bisschen zurechtschubsen, aber in der Regel geht es eigentlich nur dann, wenn es von oben herab auch so bestimmt wird, dass man, also dass die Entwickler halt so ein bisschen Einfluss haben können. Aber ansonsten, ja, ist schwierig. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ich meine, ich glaube, dass wir alle das machen, was wir machen, weil wir gerne solche Produkte gestalten. Und deswegen wäre es irgendwie falsch, uns nur als Werkbank. Jetzt ist es passiert. Wir haben gerade Italien verloren. Oh nein, wir haben Italien verloren. Sind da die Außerirdischen gelandet? Ja, oder die Kinder sind vom Eisessen zurück. Zu sehen. Ja. Nee. Internet ist wieder da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, cool. Also ich war eigentlich nie weg, aber anscheinend für euch schon. Ich habe euch gehört, macht nichts. Genau, die Kinder kommen vom Eisessen irgendwann zurück. Ich wollte sagen, also der Khalil hat auf jeden Fall recht und also ich glaube, dass, oder ich unterstelle uns allen, dass wir unseren Job machen, weil wir gerne diese Produkte bauen. Und wir machen, also für uns ist nicht der Weg das Ziel. Also nur einfach irgendwelche technischen Probleme lösen, ist zwar interessant, aber darum geht es uns nicht. Also wir wollen schon, dass am Ende ein cooles Produkt rauskommt und wir wollen nicht einfach nur eine Werkbank für jemand sein, der sagt, so jetzt setzt ihr das um und dann sagen wir, ja, alles klar, machen wir. Und uns ist eigentlich egal, was wir umsetzen. Also dann die sagen dann so, jetzt machst du mal schön so ein Dark Pattern, wo wir unsere User alle schön verarschen und so, und dann sagen wir so, ja, kein Problem, ist eine coole Herausforderung technisch und deswegen mache ich das. Sondern wir wollen eigentlich auch coole Sachen bauen und wollen das Produkt mitgestalten
Und ich glaube, dass wir das auch können, weil einfach der Bedarf an Entwicklern so groß ist, dass wir uns einfach ein bisschen mehr herausnehmen können, uns das leisten können, uns da stärker einzumischen. Mhm. Wer das halt nicht möchte, der verliert halt seine Entwickler. Also nicht alle, aber einen gewissen Teil, die eben mehr wollen. Und ich glaube, dass sowas uns total motiviert auch und auch glücklich macht. Und in meinem Fall ist es auch so, also wir haben es gerade erwähnt, die Kinder kommen gleich vom Eisessen zurück, dass ich momentan einfach familienbedingt nur 27 Stunden die Woche arbeite, so in etwa. Und das vielleicht auch so meine Seele erhält, dass ich eben auch Abstand gewinne zu der Arbeit. Vielleicht ist auch weniger dann mehr, weil man einfach produktiver ist. Also ich bin natürlich schon in so einer Situation, wie so viele, die halbtags arbeiten, dass man dann versucht, sehr konzentriert und fokussiert zu arbeiten, weil ich eben weiß, mir läuft die Zeit ständig weg. Aber dann ist halt auch gut und dann kann ich auch immer gut schlafen. Also mir ist, also egal, was da abbrennt, also Freizeit ist Freizeit. Das würde ich jetzt mal so empfehlen, auch einfach das, weniger arbeiten. Kann ich total unterschreiben. Also seit ich ein Kind habe, bin ich zur Freizeit gezwungen. Und, ja, genau. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung und das entschleunigt sehr, sehr gut. Also es gibt nichts Wichtigeres, als wie einmal das Keyboard zur Seite legen, in der Arbeit schnell heimzukommen, um noch möglichst viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Und die 2 Stunden am Abend oder 1 Stunde am Abend, was es dann auch immer ist, je nach Tageszeit, nicht, oder Monatszeit, die entschleunigen mich so stark, dass ich nicht mehr dieses Getriebene habe, nach der Arbeit noch etwas zu tun, sondern ganz im Gegenteil. So 2 Stunden mit dir am Spülen und dann, hey, Couch und aus. Oder halt Podcast und aus. aber das hilft ungemein. Also zeigt wieder, für Leute, die keine Kinder haben, wie wichtig Pausen sind. Und das wird man echt beherzigen und machen und tun. Und ja. Also auch ohne Kinder kann man das ohne Probleme haben. Du nicht. Doch. Das ist bei mir nicht mehr so wie früher. Ich würde es mal mit Paragliden probieren, Rodney, oder so. Das vielleicht hilft es. Ja, diese Woche ist die Schule leider geschlossen, aber nächsten Sonntag gehen wir wieder. Ja, cool. Aber das hilft auch nur sehr kurz, weil man kann ja nicht jeden Abend fliegen gehen. Hm. Noch nee, kann aber, das nicht. Also auch ohne Kinder kann man aufhören, um 10 noch an der Tastatur zu kleben. Ich spreche da aus Erfahrung, ich tue das auch nicht mehr. Also zumindest mal nicht mehr produktiv. Hm. Mir macht das noch Spaß. Eine unpopuläre Meinung jetzt wahrscheinlich. Boah, Hans, es geht ja gar nicht. Das sehe ich. Ach Gott. Ja, ja nee, das geht mir halt genauso. Also manchmal hat man halt eben die Phasen, die Themen oder die Projekte, wo, wenn man halt eben nicht in anderen Zwängen drin steckt, wo das halt eben auch gut geht und wo man dann auch nicht am nächsten Morgen oder irgendwie so erschlagen oder gefrustet ist, sondern ja, aus dem gleichen Antrieb wie beschrieben, so dieses Handwerker-Ding, wo das halt eben auch noch geht irgendwie. Also ich habe das immer, wenn ich, im Prinzip geht das mir jedes Mal, wenn bei mir ein Blogpost erscheint, dann, weil ich halt einfach abends irgendwie den Rappel kriege, dieses Ding muss jetzt morgen raus und dann wird das halt eben durchgetippt, bis irgendwie die Vögel schon draußen anfangen zu zwitschern, sofern das halt irgendwie machbar ist. Aber es ist ja halt ein inneres Anliegen, ne? Du möchtest einfach, es muss raus. So, ja, genau. Ja, das kann ja eventuell mit Code ja dann genauso laufen. Manchmal muss es halt eben dann raus und dann pfeife ich auch auf die Uhrzeit. Auf den Schlaf, ja. Das funktioniert jetzt auch weniger gut. Ja, ich kann mir das mit meiner Projektarbeit im Moment irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass man da halt irgendwie sagt, irgendwie ich klopp jetzt mal die Nacht das um 2 durch, weil dafür bin ich mittlerweile selbst ich ja schon zu alt irgendwie. Krass. Dass ich das noch kann. Na, das hat, glaube ich, nichts mit Alter zu tun. Ich glaube, also wenn das wirklich dein Projekt ist, wo du halt eben sozusagen beschäftigt bist und für jemand anderen das klopfst, ja. Da sage ich ja bei jedem, der nicht irgendwie in irgendwelchen sozialen Berufen ist, der das macht, dass das irgendwie Kapitalismusversagen ist. Nee. Der eigenen Ausbau. Meine ich das auch gar nicht.
Ne? Ich meine, ich mache ja auch gerne mal abends nach der Arbeit noch mein eigenes Projekt. So letzten Freitag, ne? Da mache ich 8 Stunden, 9 Stunden hier für mein normales Projekt und dann setze ich mich aber nochmal 8 Stunden irgendwie halt an unser Spaßprojekt oder so, weil mir das halt Spaß macht und weil ich da Bock drauf habe. Aber dafür sitze ich dann Samstag zum Beispiel überhaupt gar nicht am Computer so oder eine Stunde oder so. Und dann bin ich draußen und mache irgendeinen anderen Quatsch, ja. Du meinst mit Projektarbeit wirklich irgendwie so dein Auftraggeber oder sowas? Wer das macht, der macht ganz falsch. Nee, das ist ja bezahlt und abgesehen davon muss man, finde ich, auch so ein Stück weit da immer schauen, dass man den nötigen Abstand zu dem bekommt, was da die ganze Woche so passiert. Ne? Also ich meine, ich bin 4 Tage die Woche beim Kunden sozusagen mit meinem Team und so und das macht mir super viel Spaß. Und trotzdem nimmt man ja einen Ballast dann immer auch mit. Ja, also es gibt immer Punkte, über die man diskutiert. Und ich denke, das, was sie angesprochen hat, sehe ich bei mir genauso, dieser ganze Abstand dazu, der muss irgendwann da sein. Wenn du den nicht bekommst, weil du halt ständig nur in dieser Welt denkst, dann geht es dir irgendwann nicht mehr gut, glaube ich, damit. Und den Abstand, da bin ich ganz froh. Und ich meine, das ist dann beim einen oder anderen vielleicht auch mal ein Urlaub, wo man dann mal 2 Wochen wegfährt. So. Und bei mir ist es halt vielleicht eher am Wochenende, wo ich dann sage, so, hey, ich mache jetzt mal irgendwie gar nichts für die oder denke da auch mal gar nicht dran. Außer das Handy rappelt halt und dann steht da halt, ja, irgendwas ist down. Klar setze ich mich dann hin, weil es ist ja meine Software. So. Da fühle ich mich viel zu sehr verantwortlich dafür. Ich weiß nicht, wie es da euch so geht. Also, wenn ich samstags irgendwas programmiere, dann weil ich da gerade Bock drauf habe. Ob das jetzt zufälligerweise für meinen Arbeitgeber sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber das will ich dann gerade machen. Das ist, also ich könnte auch irgendwie Counter-Strike spielen oder so. Das wäre ähnlich. Also für mich nicht, weil ich keine Computerspiele spiele, aber das ist Erholung in dem Moment. Ja. Das ist aber auch immer ganz dumme Arbeit dann. Da ist nichts mit viel, viel kognitiver Leistung. Also mehr wie Diablo spielen. Vom meinetwegen. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Show of Hands wert. Wer ist denn Zocker? Wer zockt denn von uns? Nope. In einem früheren Leben. Ja. Habe ich auch mal am Amiga. Solitär auf dem Handy, zählt das? Ich kann tatsächlich ich könnte, wenn ich wollte, eine direkte Linie ziehen von Zockerei zur Webentwicklung. Oh ja, stimmt. Du hast Counter-Strike-Maps gebaut. Counter-Strike tatsächlich nicht. Also, das war von allen Half-Life-Mods das einzige, was mir halt irgendwie zu langweilig war, weil das haben ja alle gemacht. Okay. Aber so allen möglichen anderen Krempel, Natural Selection war so ein Ding, wo ich dann auch immer schon damals schon irgendwie so an die Grenzen des Möglichen von der Engine gegangen bin, habe ich Texturen gemalt in Photoshop und dann habe ich dafür Webseiten gebaut, und dass ich dann die Maps runterladen konnte. Und dann kamen die Studiengebühren und die mussten bezahlt werden, habe ich halt Webseiten gebaut. Geil. Aber dann, das war es dann halt eben auch. Also so Zockerei halt wirklich geht nicht mehr. Also ist irgendwie, das ist halt irgendwie, weißt du, dann wäre das halt am Computer, dann gehe ich lieber eine Runde, weiß ich nicht, laufen, Fahrrad fahren irgendwie. Da muss ich auch von der Kiste hier weg. Also es gibt keinen Zocker. Das ist ja immer noch, finde ich, dieses eins der Vorurteile. Ne? Ja gut, ich meine, einen Vorurteil bestätigen wir leider hier ganz, ganz schlimm, ne? Dass wir sehr männlich unterwegs sind. Alte weiße Männer, ja, das ist leider ein bisschen schade. Deswegen auch hier Aufruf, wer Bock hat, gerne bei uns melden und wir der rekrutieren alter weißer Mann ist, bitte. Genau. Genau, aber alte weiße Männer nehmen wir auch gerne. Genau, wir grenzen niemanden aus. So. Das andere Gerücht, finde ich, ist ja krass, dass keiner von uns irgendwie zockt. Entwickler zocken noch immer. Das ist so das gängige Vorurteil. Ja, spart man viel Zeit und kann dann Sachen programmieren, tatsächlich so. Naja, also Entwickler sind ja auch irgendwie sozial unfähige Kellerkinder mit irgendwelchen lustigen T-Shirts. Gut, da haben wir jetzt
3 hier, ne, plus die T-Shirts, aber also sind ja auch alle Single, weil sie sind ja sozial unfähig. Ja gut, ein Beyond Tellerrand-Shirt ist jetzt, also das hat ja schon wieder Stil. Also vor allem das, was du gerade anhast, was ja mein persönliches Lieblings-Beyond Tellerrand-Shirt ist. Ja, aber ich habe keine Nicht-Konferenz-T-Shirts mehr übrigens, nicht ein einziges. Ich brauche mal so Konferenzunterhosen und Socken und so Zeug. Bei mir ist das gerade andersrum. Ich habe nur noch 7 Beyond Tellerrand-Shirts. Alle anderen habe ich aussortiert. Ansonsten habe ich nur noch Plain. Ja, deswegen heiratest du auch demnächst, weil du einfach jetzt Eindruck machst auf die Ladies. Genau. Psst, ey, das weiß doch gar keiner. Okay, jetzt wissen es alle. Also ich komme mir ja teilweise schon vor wie so ein Rennfahrer, nicht? Weil ich habe jetzt sogar ein Cappy vom Arbeitgeber, dann habe ich meine Microsoft Azure Jacke, dann habe ich ein Beyond Tellerrand T-Shirt, dann ich habe Socken von einer Konferenz bekommen. Ich könnte deine 3 Schuhe haben, die habe ich dabei noch auslassen. Und das wäre mal geil, die will ich aber, da will ich mal ein Foto sehen. Bist du mit denen besonders schnell? Bitte? Bist du mit denen besonders schnell? Ja, das ist ja total schnell bei der Kaffeemaschine. Ne? Und dann denke ich mir, okay, komm eh schon her wie ein Rennfahrer oder Skiläufer und so weiter. Und denke mir, aber so schlimm wie die bin ich noch lange nicht, weil die halten jetzt da mittlerweile die Schokomilchdrinks in die Kamera bei den Interviews. Und das denke ich mir und denke mir, gut, das ist noch ein langer Weg dahin. Und eine Woche später bekomme ich von Microsoft so eine Getränkeflasche geschenkt. Die trage jetzt auch immer jeden Tag mit mir herum. Ja, also ich habe nur ein bisschen Werbefläche frei an mir, wenn ihr wollt, aber das ist schon sehr, sehr wenig. Ja, also wir wollten ja auch immer noch diese Working Draft T-Shirts produzieren und dann könnte man das vielleicht, sind in Arbeit, mega geil, dann könnte man die ja auch unter die Microsoft Azure Jacke anziehen. Sehr gerne. Aber ich sehe es wieder, Shep, also Unterwäsche ist gerade sehr, sehr, sehr gefragt. Da bin ich noch sehr ungebrandet. Also wir können auch so Working Draft, so, weißt du, diese Dings hier, Calvin Klein Unterhosen, die jeder hat. Ja. Achso, du meinst das mit so dem Schriftzug? Ich hätte jetzt mehr so gedacht, dass man vielleicht das Logo mit dem Rufzeichen an strategisch sinnvollen Stellen platziert. Ja, das finde ich schon ein bisschen. Aber kann man auch machen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Genau. Ach ja. Ja, cool. Über einen haben wir übrigens noch nicht gesprochen. Und zwar, dass wir ja alle eigentlich ganz woanders in der Welt sitzen, ne? Also ich jetzt gerade in Italien, aber sonst in Düsseldorf. Und wir eigentlich immer remote machen, ne? Also, dass wir uns auch teilweise tatsächlich, also den Peter zum Beispiel, den habe ich das erste Mal, glaube ich, erst 2000, also ein Jahr später gesehen, bevor wir losgepodcastet haben. Und ich wusste auch gar nicht, wie der aussieht. Das stimmt, das genau, war bei Markus hier eben dieses Ding in Köln da, wie hieß es, Multimedia-Treff, ne? Genau. Ja. Genau, und so Hans sitzt in Köln. Genau. Und Peter lange Zeit bei Osnabrück in der Nähe, jetzt in Berlin, beziehungsweise Kiel, ne? Genau, noch Berlin, also die ersten Umzugskartons sind gepackt, das geht jetzt demnächst nach Kiel. Cool. Genau, dann Khalil in Stuggi. Nein. Beziehungsweise nicht mehr in Stuggi. Jetzt bist du ja in... Wo bist du? Du bist aber weder in Karlsruhe noch in Stuggi, ne? Sondern draußen. Ich bin in der Nähe von Karlsruhe, ja. Ja. In Söllingen, im Pfinztal. Aber ja. Der Markus ist da auch Stuggi, oder? Oder war? Ich war in Karlsruhe, aber jetzt bin ich in Tübingen. Ah, okay. Aber cool. Auch da im Süden. Großraum Stuttgart. Ja. Okay, cool. Ich wurde letztens gefragt, ob ich wen kenne, der in Tübingen studiert hätte. Bist du so einer? Nee, ich habe in Karlsruhe studiert. Ich bin jetzt hier. Okay. Aber ich kenne hier jetzt sehr viele, die in Tübingen studiert haben. Okay, dann kriegst du von mir nochmal eine Nachricht. Genau, und der Anselm war lange in München und jetzt vor den Toren von München, ne? Genau, in Iffeldorf. Ja. Und der Stefan in Linz. Mittlerweile auch nicht mehr direkt in Linz, sondern 4 Kilometer außerhalb. Ja. Ja? Ja. Spannend. Aber Großraum Linz, ja. Genau. Ja, ich finde also auf jeden Fall, dass es dafür recht passabel läuft. Also, dass wir so eigentlich alle remote sind und der ein oder andere kriegt es wahrscheinlich mit, dass es immer mal so ein bisschen Delays gibt, je nachdem. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Ich glaube, bei Stefan schon mal hin und wieder mehr. Bei mir wahrscheinlich jetzt auch bei dieser Aufnahme.
Ja. Ja, aber man muss ja wirklich sagen, das Ding ist echt ziemlich gut darin. Audio-Delay ist relativ klein. Das Bild ist überwiegend Standbild, aber also klingt das super. Ja, also nur mal noch so fürs Protokoll. Selbst hier bei in Telekom Product Innovation Headquarters habe ich nur eine stinknormale DSL-Leitung. Ja, genau. Rodney haben wir vergessen. Rodney meistens in Darmstadt, aber wohnt eigentlich so an der Schweizer Grenze unten. Also, genau. Du bist quasi unser Schweizer Außenposten. Na, du kannst ja auch Schweizerdeutsch. Technisch vielleicht. Also der Schweizer wird widersprechen. Ja, also ich habe dich, glaube ich, einmal im Radio gehört. Das war also aufgrund anderer Aktivitäten von dir und das war schon sehr beeindruckend. Ich habe nichts kapiert. Ja. Waren wir nicht mal zusammen auf dem Boot im Rheinfall? Ja, waren wir. Mhm. Da habt ihr doch, da musste ich doch auch simultan übersetzen. Von deiner Schwester? Ja. Also die auch tatsächlich Schweizerin ist, in der Schweiz lebt und einen Schweizer Pass hat, aber ja, genau. Ja. Aha, ehrlich. Ja, genau, aber so schlimm hatte ich es nicht in Erinnerung, tatsächlich. Genau. Ja. Sie hat sich auch bemüht. Ja. Genau. Wollen wir noch irgendwas zu sonst erzählen? Wir haben ja gesagt, montagabends treffen wir uns immer 8 Uhr. Genau, und dadurch ist halt die etwas erhöhte Moderatorenzahl auch ganz hilfreich, weil dann eben nicht jeder können muss. Genau, hinterher machen wir ein bisschen Post, aber nicht jetzt übermäßig viel. Aufnehmen tun wir übrigens sonst nicht in Hangouts, sondern mit dem Zencaster. Hangouts haben wir jetzt nur gemacht, weil wir dann irgendwie alle auf Video bannen können. Aber was hältst du denn davon, Chef, wenn wir nochmal eine ganz spezielle Produktionsbeschreibungsfolge sozusagen machen? Meinst du? Nee, so viel kann man da gar nicht erzählen. Nee, das ist ja nämlich, glaube ich, auch so dass der wichtigste Überlebensfaktor, dass das halt eben in diesem Podcast so, dass der so resilient ist gegen allerlei Ungemach. durch nicht zuletzt halt eben viele Moderatoren, weil dann sind halt eben irgendwie zwei nicht da, sind zwei andere da, passt schon. Und halt eben durch eine geringe Angriffsoberfläche, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Es kann halt eben nicht so viel schief gehen. Ja, außer also die Aufnahme geht verloren. Genau, das hatten wir tatsächlich nur einmal. Wir haben eine Folge, wo die Aufnahme eben nicht mehr rettbar war. Genau, ansonsten, wir haben, glaube ich, eine Episode mal gehabt, da ist es auch zwischendurch abgekackt. Da haben wir dann nochmal neu aufgenommen. Das war okay, auch wenn es sich ein bisschen seltsam anfühlt. Das Moment, das war meine erste Episode, die Nummer 40. Die haben wir zweimal aufgenommen. Das kann sein, ja, eventuell. War da der Jens Kochtreis auch dabei? Ich meine, mit dem Jens hatten wir nämlich auch so eine Folge. Der Frederik Hemberger war noch dabei. Ah, okay. Ja, okay, dann haben wir zwei von denen. Weil ich meine, mit dem Jens haben wir nochmal eine verloren, die wir dann nochmal neu aufgenommen haben. Und sie eine kann mir auch halt an Andy erinnern, aber vielleicht sind es ja. Also eine haben wir komplett verloren, die konnte man nicht mehr restaurieren. Die hat, also wir haben auch eine Nummernlücke tatsächlich irgendwo. Also die Nummer gibt's gar nicht. Oh, also, das war mir neu. Genau, wer jetzt mal alles sich, also alle Revisionen durchschaut, ich würde tippen, das müsste so um die 160 gewesen sein. Wir finden bestimmt auch noch ein altes PHP-Buch oder so, was wir an denjenigen oder diejenigen, die das finden, verlosen. Ein Buch von Peter vielleicht, ein HTML5-Buch von Peter. Der hat aber schon mal eins, oder? Da müsste ich meine Mutter fragen. Die hat bestimmt noch alte Bücher im Keller. Ich nicht mehr so sehr. Okay. Ja, sonst gucke ich noch mal, ob ich ein Videotraining von mir finde, das ich 2010 aufgenommen habe. Das auch richtig schlimm ist. Also davon habe ich bestimmt auch noch was, ja. Ich hätte auch noch so zwei DVDs übrig. Oder ja, so. Stimmt, von Video2Brain, ne? Ja. Ja, cool. Also derjenige, der die findet, kriegt halt irgendwas. Was auch immer. Ich habe ein Galb-Buch noch, das ich reinschmeißen kann. Also ja, interessiert auch kein Schwein mehr. Ja, aber nee, das ist ja schon wieder eigentlich ganz cool, ne? Ah, ich weiß nicht, es war eigentlich ziemlich veraltet, wie es erschienen ist. Ja, aber halt ich meine halt Galb ist, ne? Galb ist auch jetzt, ist ja auch mittlerweile, glaube ich, so obskur genug. Weißt du, HTML5 ist ja noch irgendwie a thing. Aber zu Galb kannst du sagen, hier so ganz, ganz seltene Edition, Sonderausgabe, keiner weiß mehr, was es ist. Ja, das Spannende ist, es gibt sogar eine chinesische Fassung von dem Buch. Das habe ich gar nicht gewusst.
bis dass ich auf einmal bei mir im Büro 3 Exemplare davon bekommen habe. Ne? Also das ist ein ganz starkes Kuriosum, wo ich auch meinen Namen zum ersten Mal neben lauter chinesische Schriftzeichen irgendwie gesehen habe. Ja, die verwenden also das war aber jetzt schon eine offizielle chinesische Version, jetzt nicht die chinesische Version, an die ich jetzt dachte, die sich jetzt so... Also eine ja. ganz legitime chinesische Version, also mit wie sagt man so Internationalisation-Vertrag und so weiter. Ich habe, glaube ich, 100 Euro Tantiemen dann kriegt dafür oder so. Aber ja, das gibt's und da sind mir 3 Exemplare zugesendet worden und ich habe mich riesig gefreut. Also es war echt spannend. Ich verstehe halt nichts, ne? Aber. Nee, aber du, das musst du auf jeden Fall in irgendeine Kiste tun und auf den Dachboden. Deine Erben werden sich so fragen, was das ist. Ja. Das kriegst du doch in 70 Jahren nicht mehr raus, was das ist. Und wenn es dann noch in Chinesisch ist, hast du den Jackpot. Ja. Das ist doch eine Hürde über Galb, chinesisches Galb. Ja. Das super. Ja, 2100 ist dann irgendwie so auf Twitter. Ich habe auf dem Dachboden das hier gefunden von meinem Opa. Hat irgendwer eine Ahnung, was das sein könnte? Genau, dann geht das zum Sinologen erstmal. Was er immer Sinologe ist, aber. Ja, ne, und der muss halt eben dann noch wissen, was Galb ist. Oder JavaScript. Also wahrscheinlich wird das übersetzen, ja, wow, aber der hat irgendwie totale Beschwerden gehabt in der Bauchgegend, weil ständig riss du die Rede von Galb und Grunt und hin und her. Also das irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Medizinratgeber oder so. Akupunktur. Das ist ein Buch über Frust. Das ist ein Buch über Frust und wie man ihn runterschluckt, weil Galb ist schlucken, ja? Runterschlucken. Ja, genau so wird es gewesen sein. Jetzt weiß ich wirklich, was es mit diesem Voynich-Manuskript auf sich hat. Das ist wahrscheinlich genau so eine Geschichte. Ehrlich. Ja, cool. Haben wir noch irgendwelche Sachen irgendwie, die wir irgendwie vergessen haben? Markus, hast du irgendwie so jetzt so quasi als sozusagen aus der Hörerposition, hast du da irgendwelche Sachen noch, die du dich immer gefragt hast, oder? Das jetzt überfällt mich, aber So bin ich. Ich habe ja früh einen Einblick schon bekommen und dann dachte ich mir, das ist einfach weiterhin alles genauso. Ja. Hast du denn noch, also wir haben ja früher ganz früher mit Google Docs alles vorbereitet, hast du noch die Trello-Zeit mitbekommen? Dass ihr auf Trello ja, war? Die habe ich knapp mitbekommen, aber das war mir dann schon zu organisiert. Zu fancy, ja. Ja, genau, wir haben lange Trello benutzt, um so die Sendungen zusammen zu organisieren. Die waren noch immer alle public, also theoretisch könnte die jeder sehen. Genau, und jetzt haben wir gerade so auf GitHub Projects gewechselt, weil Trello jetzt ja kostenpflichtig ist. Also zumindest für Teams und für eine gewisse Menge Boards. Und wir haben so viele Boards und müssten da irgendwie so viele löschen, dass es irgendwie nicht mehr hinhaut. Genau. Und ja, am Ende schneiden tun wir mit Audacity, der Open-Source-Software. Und genau, einer schneidet, einer schreibt die Shownotes, der dabei war. Und dann nutzen wir am Ende noch Auphonic, um so den letzten Audio-Feinschliff zu geben und Metadaten in das MP3 ranzutackern und die Chaptermarks und so Zeugs. Genau. Da haben wir auch schon gehört, dass das irgendwie ganz cool ist, dass wir Chaptermarks haben im Audio. Also doch eine Frage habe ich noch bei der Melodie da, bei dieser Modem-Melodie. Ist das auch teilweise eine Referenz an den ATP oder ist das Zufall? Da verweise ich an den Stefan, der ist nämlich Eine Referenz an was? An diesen Accidental Tech Podcast. Die haben nämlich auch so den kenn ich nicht. kleinen Modem-Piepser, wenn die ihre Sponsoren ankündigen. Nein, also das ist dann ein Zufall. Okay. Tatsächlich ist so, wie habe ich das Ding gemacht? Ich habe auf Audio Jungle noch etwas gesucht, was irgendwie cool genug klingt für uns oder irgendwie passend zu uns und habe dann ein freies Modem-Geräusch genutzt, damit ich ein bisschen Technik reinkriege und habe das zusammengemischt. Fertig. Genau, und wir haben am Ende haben wir auch ein Modem-Geräusch, ne? Aber da ist es, das kackt dann ab, ne? Also es genau, gibt keine Verbindung hin. Das Besetzzeichen ist das, glaube ich, dann. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Oder wenn man auflegt, dieser Ton, der kommt, ne? Mhm. Genau. Ja, das den Accidental Tech Podcast kenne ich tatsächlich nicht. Das Spannende war, wie ich das vorbereitet habe, hat nachher der Rodney geschrieben im Chat bei der Präsentation, ja, können wir denn irgendeinen anderen Jingle haben, weil es dieses Modemgeräusch? Und dann habe ich gesagt, na, genau, dieses Modemgeräusch ist nachher gekommen. Nicht? Und das war, also vielleicht
denken der Uli irgendwie ähnlich. Total unoriginell. Ja, ist auf jeden Fall cool. Ja. Erinnert mich zumindest auch so ein bisschen an die Jugendzeit und Bearshare. Und Napster. Ich erinnere mich, als der Stefan den Jingle vorgestellt hat. Ich dachte, ich bin total originell und schlage jetzt hier dieses scheiß Modemgeräusch vor und 10 Sekunden später höre ich das Modemgeräusch zusammengeschnitten mit irgendwas. Das ist ne, super. Okay, das mit der Kreativität, das lassen wir mal. Ja. Nee, auf jeden Fall ein cooles Jingle. Echt. Ne, ist ganz viel Spaß. Ja. Ja, und wenn ihr wollt, hören wir das auch gleich. Genau. Bist du denn bereit, Hans, für das Outro-Jingle? Ja, ich habe es schon hier aufgerufen. Geilo. Aber ja, ich denke, also was man erstmal nochmal sagen muss, ist auch cool, dass wir es hier alle so zusammen geschafft haben. Ja, definitiv. Es ist schon beeindruckend, was man so über die Jahre alles gemacht hat, ne? Ja, das genau. Stimmt wohl. Genau, deswegen auch vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben dran. Und cool, dass ihr alle Zeit hattet heute und euch Zeit genommen habt. Und ich glaube, wir haben auch den Rekord der längsten Folge ever wahrscheinlich gebrochen hiermit. Das kann gut sein. Aber hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau. Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, überhaupt zu Working Draft, dann gerne auf Twitter in unsere Kommentare oder uns direkt. Völlig egal. Und ansonsten beantworten wir die halt in 100 Folgen bei der 500, die dann vielleicht 2022 aufgenommen wird. Wunderbar. Yes. Alles klar. Hat noch jemand Schlussworte? Berühmte? Danke für die Einladung. Ja, cool, dass hier alle wieder da wart. Ja, genau. Jederzeit wieder. Bitte, bitte kommt mal vorbei. Und wenn ihr Heimweh habt, kommt er zurück. Genau. Also ich bin ja podcastlos. Ich sag nur. Ja, Khalil, vielleicht. Ich würde mal drüber nachdenken. Ja? Wir sollten uns mal unterhalten. Genau. Brücken verbrannt. Ja, wir haben da ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Schreib doch mal eine Bewerbung. Genau. Mit Lebenslauf und Fotos. Mit Referenzen, so. Ne? Nee, so, ja. so ein Demo-Reel. So, kannst du überhaupt podcasten? Stimmt, ich schneide mal alle Episoden zusammen und schicke sie euch. Genau. Nee, gerne. Wir lassen uns darüber quatschen. Genau. Okay, genau. Lass uns über die Zahlen sprechen. Ach ja. Cool. Danke euch allen. Ja, ebenso. Danke auch. Macht's gut. Lass es krachen, Hans. Ciao. Spiel uns ein Song. Cool Fanny, cooler Sticker. Ich dachte, am Ende kommt noch das Tut, Tut. Wartet, ich hab das auch. 10 Sekunden Fade müsste das sein. Ah, das läuft. Sekunden, aber es steht 10 dran. Wahrscheinlich die falsche Datei. Na, doch nicht. Ciao. Kannst auflegen. Tschüssi. Tschüss. Tschüsschen. Ciao. Ja, geil.